Und weil es Arti war, es war eine McCoy-Mission, ja. Ja, alles gut. So, wir sind auf der Karte. Gut, also wir folgen erstmal unserem typischen Weg durch den Gefechtsstreifen bis hin zum Feldposten. Wir haben dort ein Marschziel. Bei diesem Marschziel wird die Infanterie absitzen und sich nordöstlich zum Marschziel Infanterie begeben. Dort Aufklärung, vor allem mit Hunty-Air, betreiben, um zu sehen, was sich in dem Wald nördlich von Kardorf befindet. Wenn sich dort Feinde und oder Stellungen befinden, dann müssen wir dort rein und das sichern. Ansonsten hoffen wir, dass wir über die Straße südlich an die Ortschaft rankommen. Und vorher, wenn wir es mit Hunty-Air aufklären können und auch beobachten können, werden wir den Kompanie-Gefechtsstand, der sich nördlich befindet, mit Artillerie zerstören. Dann geht's rein in die Ortschaft. Wir müssen die erst von Süden angehen, dann über Norden und eventuell den Kompanie-Gefechtsstand und dann zu den Mörsern. Dann errichten wir dort eine kleine Stellung und erwarten den Feind, wenn er denn kommt. Ansonsten wird von unserer Seite aus weiter aufgeklärt über Echo und in den Wald. Wenn der Wald besetzt ist, müssen wir dementsprechend sichern. Dann haben wir die Vorgabe, den das Zwischengelände bis Foxtrot schnell zu überwinden, haben aber das Problem, dass sich dort ein mechanisierter Zug eventuell befindet und ein motorisierter Zug, der sich von Norden uns nähern kann. Da müssen wir also auch entsprechend mit Aufklärung und Bedacht dann vorrücken, dass wir dort durchkommen. Wir haben dann auch noch einen weiteren Wald vor der nächsten Ortschaft, den es vermutlich zu sichern geht oder in dem Stellung sein können. Und dann, wenn wir dann soweit kommen, haben wir die nächste Ortschaft mit dem KPZ-Zug, der sich uns in den Weg stellt. Da werden wir natürlich auch entsprechend vorher aufklären, damit wir da nicht einfach reinfahren und müssen den dann auch selbst bekämpfen, weil Artillerie das wahrscheinlich nicht kann. Heute wieder sehr langsam, sehr viel aufklären. Ich will heute wenig Verluste sehen und viel Feind aufgeklärt haben, bevor er uns sieht. Und dementsprechend filmen wir so durch. Ja, Gröni, definitiv eine McCoy-Mission. Woran hast du das erkannt? An den vielen Mörsermarkierungen auf der Karte? Oder an generell an den Markierungen auf Gefechtsstreifen? Gröni hat zu lange mit McCoy gespielt, der hat das einfach im Urin. Da muss das also Ganze. Wir spielen ja heute mit dem Mühlsystem, oder? Nein, das ist nicht aktiv. Schade. Da waren wir gar nicht geredet. Was für ein System spielen wir? Die neue Mod, die wir installiert haben, das Improved Melee Combat oder so. Nee, das ist ja nicht für unseren Normalgebrauch. Das ist nur warum für die denn Events. Nicht? Na, weil ich ja noch gar nicht weiß, ob das gut ist. Funktioniert. Das ist ja wie mit allem in Deutschland. Das muss erstmal getestet, zertifiziert werden, da muss eine Stellungnahme dazu geschrieben werden. Genau, die machst du dann bitte, ne? 4 Seiten. Ja, 4 nur? Ach komm. Das ist die Einleitung. Ich dachte, ich kann endlich Fenster einschlagen. Erstens wollte das nur funktionieren mit einem Bajonett und wir haben keine Bajonette fürs G36. Und das nicht mit nicht zu schlagen. Nicht so. Kannst du eine Granate ganz fest dagegen. Könnt das mit dem Bajonett nicht einfach Alucard machen, wenn er einen Puma fertig hat? Du meinst ein Bajonett für einen Puma draufbauen? Ja, bitte. Ja. Dann Nahkampf neben Box seine MP7. Können wir nicht einfach einen Besenstiel in die Kanone reinstecken und das dann als Bajonett benutzen? Ich würde sagen, the moment I understood the weakness of my flesh. It disgusted. Wird verstanden. Aber Jörg Röni, das ist auch so einer, ja? Da guckt lieber zu, anstatt mitzuspielen. Ja, ja. Also wirklich. Junge. Da wurde der Gröni groß angekündigt, dass er wieder mitmacht und die Truppe unterstützt und dann unterstützt er nur im Stream. Das stimmt, weil mein Herz war, glaube ich, mehr gebrochen, als Gröni dann doch nicht kam, als er gegangen ist. Also Gröni? Mehr Abstand lassen von dem Vordermann.
Ich los? Mal gucken, ob beim Versorgungspunkt noch Hand hier sind. Hier 2 MZ erreicht nimmst. Jetzt schreibt ihr nicht mehr. Ja, 1 so bestätigt, wir halten und führen Absitzen durch. Ende. Legt gerade die Mods runter, Enrico, deswegen. Oh, Name ist aufgeklärt. Frage, Moment Feuer noch. Ja, F1, Frage, wie weit? 800. Wahrscheinlich der zerstörte vom letzten Mal. Ja, F1 noch warten. Wir hatten doch beim letzten Mal dort einen Karmisch zerstört. Müssen wir nochmal prüfen. Richtung 90, Entfernung. Jetzt mit Info, da ist auch feindlicher Soldat davor. Also die Ortschaft ist auch wieder besetzt. Unter Umständen ist der Karmisch wieder repariert. Komm. Ja, F1, ich kläre mit OPZ. Ende. OPZ für F1, komm. OPZ hört. Ja, FA1 haben bereits Feindaufklärung 800 Meter entfernt. BTR Karmisch, Frage, ist dieser zerstört oder aktiv? Komm. Das kann ich an diesem Moment nicht sagen. Feinde könnten nachgerückt sein. Ja, FA1, so verstanden. Wir führen Bekämpfung durch. Trennung 2 mitgehört. 2 mit stehen im Feuer. Scheint so. Ja. Infanterie fahren. Links absitzen, erstmal in den Gebäuden in Sicherheit bringen. Ja, ich versteckt euch im Gebäude. Ja, eins ab. I'd win. Nein. Nächstes Gebäude. Nee, das nehme ich nicht. Weg vom Alpha, weg vom Alpha. Oh mein Gott. Na klar. Beim Alpha 2 ist die Kanone da unten. Das sehe ich von hier aus. Schnell, Heimler, mach das Ding zu. Nein, da kommt noch einer. Ja, wo ist Enrico hin? Wo bist du runtergefallen? Ich wollte auf die Teppiche klettern, um aus dem Fenster zu gucken. Aber hier ist doch keiner, der streamt. Schautberger? Ja. Ich sehe. Enrico, komm rein. Ich sehe euch da drin. Ich bin über den Teppich gestolpert. Ja, komm mal rein hier. Was? Ich wollte da drüber auf den Teppich klettern, damit ich aus dem Fenster gucken kann. Junge, du bist ja über alle Teppiche gefallen, so viel Wunden wie du hast. Was denn hier? Verteidigung mal hier beim Versorgungspunkt. Ich bin noch Straße. Ich bin am Behandeln. Ja. Hier 2 verstanden, befinden uns in der Reparatur. Posten an Alpha-Teile, Fahrzeug vernichtet, beziehungsweise Besatzung raus. Geht zu Schubert da oben beim Fuchs. Na, beim Igel und verteilt euch da. Ist das nicht ein Dingo? Scheißegal, ja. Was es ist. Irgendein Dingo. Bei dem Fahrzeug halt. Aber Schubert war klar. Ich mag diese Fenster, da kann man keine Granaten durchwerfen. 2 für 1, Frage Status. Wir 2 in 90 Sekunden Einsatzbereit. Ja, 1 ist so verstanden, erstmal in Stellung verbleiben. 1 hat sich voraus. Ich sehe die nächste Ortschaft, aber ansonsten. 2 verbleibt in derzeitiger. Ja, genau Richtung Osten, siehst du Häuser. Ach da. Naja, aber auch nur ein Stück von. Ist das richtig? Jetzt geht's los. Was für ein Karmisch, ne? Hat er jetzt 2-mal mit einer Spike beschossen? Ja, Alpha 1 negativ. Nachdem das Fahrzeug noch die Kanone bewegt hat, haben wir Spike geschossen, aber er ist dann vorher explodiert.
Bravo 1 für Alpha 1, komm. Bravo 1 hört, komm. Akustik? Ja, Alpha 1, ihr könnt jetzt ausführen, MZ-Impf mit Aufklärung, komm. Ja, so verstanden, MZ-Impf. Wo, Enrico? Alpha 1, Ende. Dann bei mir sammeln. Wackert. Feindakustik. Ja, wo? Weiß ich nicht, irgendwo wahrscheinlich vom Kamisch. Besatzung. Dann. Kam zumindest aus der Richtung. Hier 2 wieder einsatzbereit. Sag noch Hi zu Schubert. Hi Schubert, Kamisch, was geht? Aus der Richtung kam gerade Feindakustik. Was habt ihr schon alles dabei? Gar nichts. Wahrscheinlich Besatzung das? Sein. Nicht mal. Der steht einen Kilometer von uns weg, wie kannst du da was hören? Ne, dann ist hier irgendwo in der Nähe einer. Also es hat irgendeiner dummes Zeug gequarkt, außer wir. Vielleicht war es auch Schubert. Vielleicht war es auch Schubert. Aber da spricht doch Deutsch, oder? Naja, er spricht Englisch. Ja, okay. Wir sind auf einer International Mission. Mhm. Ja, wir gehen in Reihe vor zum MZ-Inf. Das ist direkt Richtung Osten. MZ-Inf, verstanden. Beziehungsweise Osten oder Osten ein bisschen. Ne? Da geht. Ich bin dafür, dass wir auch so einen englischen Slang am Tag denken, so hell. Nice to meet you erstmal. Abgelehnt. 2 für 1, komm. Oder Janis Naju. Ja, 1, ich würde dann jetzt rechts ausscheren, dann kannst du auf Straße übernehmen und bis zum Ende des Waldes fahren zur Aufklärung kommen. Russisch, ich weiß nicht. Stote, Nesnajesch, da war ich. Ja, 1, ich schere raus. Ich kann kein Russisch, ich kann nur das. Das du kannst nur, ich weiß nicht. Ja. Teilt euch hier am Waldrand. Und 2 Gramm Wodka, also ich kann Wodka bestellen. Du bestellst Wodka in Gewichtsangaben. Weil die Russen das so machen. Wodka wird in Gramm bestellt. Ja, hab ich nicht so gelernt in Russisch. MG aus dem Wald. Wenn das so ist. Ich sehe überhaupt nichts. Wenn das so ist, dass hier ein MG schießt, dann machen wir mal den. 2 für 1 Fragestatus. Wir befinden uns jetzt Bücher. In Stellung am Waldrand und mit Blick ins Gelände. Ich hätte mir die Ammonie mitnehmen sollen, hab ich vergessen. Ja, 1 so verstanden, hatte gedacht, ihr fahrt noch ein Stück weiter vor. Ich zieh mich nochmal kurz zurück zum Versorgungspunkt und tanke meine Bike wieder auf. Also früher lag er auch da mal drin. Naja, früher hat er auch der Kruppführer 2 dabei, was mit meinem Slotter falsch war. Ja, außer die Buschreihe vor uns siehst du ja halt nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja. OPZ für Alpha 1, komm. OPZ hört. Ja, Alpha 1, bitte um Aufmunitionierung kommen. Kommt. Warte. Nach Süd-Süd-Ost kannst du noch ein bisschen gucken. Ja. Aber auch nur 2 so eine kleinen Schneisen. Ja. Alles nicht so prickelnd hier. Gut, dass die Büsche vor uns nicht mal eingezeichnet sind auf der Karte. Das Funken? Ne, ich glaube, das hat er schon selber festgestellt, dass man hier nicht nichts sieht, oder?
Ja. Da war bestimmt schon eine Handy-IA um. Sicher. Ist ja nicht, sonst würde ich so runterholen. Nein. Nein, Grüne, die haben aufmunitioniert, weil die Spike geschossen haben schon. Eine. Nee, du musst das anders machen. Spiel doch einfach mit, dann stellst du das fest. Naja, da wir hier einen Versorgungsposten haben, ist es nicht so unlogisch, dass sie da kurz hinfahren, die 100 Meter. Und McCoy vermisst dich. Und wir alle. Da seid ihr. Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Also wenn du nichts sehen willst, dann kannst du hierher kommen. Irgendeinem geht auf den Wald geschossen, das war alles von wo. Hier siehst du ja nicht, also die Buschreihe hier vorne. Fahrzeug? Ja, das ist komisch. Ja, aber das ist wahrscheinlich der Bekämpfte, oder? 088, kannst du. Ne, der müsste gerade hier vor uns sein. Geradeaus quasi. Ich hab den hier auf 459 Meter. Markieren ja, 455 habe ich ihn. Ja, ich markiere mal. Ich glaube, der ist eher auf so, ja, 400. Also 88. Ich habe oben auf ja. oben auf die Waffenanlage gemessen. Also quasi 088. Ja, ich bin schon dabei. Ja, gut, gut. Wenn du schon dabei bist, dann brauchst du mich hier nicht, dann gehe ich wieder. Ja, gut. Ciao, Maxi. Ja. Viel Spaß. Ich mochte, ja, weil da war was Wichtiges. Okay, Sigurd, ja. Mörser auf den Versorgungsposten. Sieht ja schon gut los. Ach Gott. Ich hab den Kamisch mit SH oder mit SCH. Keine Ahnung. Baut mal hinter euch auch noch einen Graben. Ja, machen wir gleich. Ist jetzt das Fahrzeug markiert? Ich weiß nicht, wie man Kamisch schreibt richtig. Da unten. KAMYSH. Ah, YSH. Okay, dann war Bock, ich schreib's immer, wie Bock das geschrieben. Ich glaube, das ist auch noch falsch, aber Bock hast du geschrieben, dann kannst du sagen, ich hast es vom Bock kopiert. Ja. Alles was für Bravo kommen. Alpha 1 hört. Erstens, wir hatten Mörsereinschläge westlich und jetzt südlich von uns. Und zweitens, wir haben den Kompanieposten da, haben wir exakt markiert und die Mörserstellung müsste auch exakt markiert sein. Plus der Kamisch links im Wald ist auch noch markiert. Ich dachte, der Kamisch ist motorisiert. Ja, Alpha 1 so verstanden. Selbstständig, Aufklärung abbrechen. Mechanisch, Sekunde, was ist denn los? Zurückkehren, dann nach Süden in den Wald und weiter aufklären. Ich werde mich verlagern zur Bekämpfung Kamisch. Komm. Ja, der Mörser ist genau was drauf. Ja, Alpha 1, dann nimmt die Beine in die Hand. Wo ist, Wir weichen Richtung Süden aus. Und von da aus gehen wir jetzt zur Ortschaft zurück. Dann können wir, wenn nötig, auch auf den Alpha aussitzen. Ja, Alpha 1 bestätigt, ich bleib erstmal stehen, damit ihr zur Not aufsitzen könnt und schicke Alpha 2 nach Norden. Los. Hallo, warum bewegen wir uns denn noch nicht? Geh nach kommt. Süden, Konrad! Ja, sorry, das konnte gerade nix. Nicht bewegen. Ja, Auftrag für dich, Bauchwärme verlegen nach Nord, wenn kein Mörserbeschuss ist, dann vorrücken zur Bekämpfung Kamisch, komm. Wo hast du Ortschaft zurückgesagt? Hier 2 verstanden, verschieben nach Nord. Frage, ja, der Kamisch war bekämpft. Kommen? Hab ich so nicht verstanden. Nur gesagt zur Ortschaft.
Ja, Alpha 1, nach Aufklärung Infanterie befindet sich ein zweiter BTR-Kamisch im Norden, markiert Karte, komm. Ja, du hast auch die Gebäude. Wo wurde gerade darauf hingewiesen, habe ich verstanden. Oh, ihr seid auch den anderen weiter, oder? So. Wie ist nehmen? Eins, wo wir rausgucken können. Leute finden können. Für eine fette Wand. Wir können auch reingehen. Haben wir noch ein Dach? Aber da ist. Ja, Notfall. Ja. Oder da drüben in die Bude. Ja, das ja. Wir können da zu Schubert reingehen. Mörseinschlag Nord-Nord-Ost. Entfernung ca. 300. Oh, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Jetzt hast du ja PTAK Kamisch. Was ist ja, so los? Steht, so steht da drinnen auf der Homepage, auf der Armor-Wiki-Seite. Wofür steht da das K? Keine Ahnung. Das steht, so steht da auf der Seite. Heißt ja PTAK Kamisch, Kamisch. Ja. Jetzt habe ich es genau wie Bock geschrieben. Ich hoffe, jetzt seid ihr alle zufrieden. Mit dem Bindestrich, der falsch ist. Komma, wo ihr den Schritt vergessen habt, vom Bindestrich. Aber nicht nach der DIN-Norm. Für 1, Fragestatus. Haben wir jetzt eigentlich erwarten, bis die Mörser uns können? Ja, hey, eigentlich sollten wir rüber in den Grün, anderen weiter, wie gesagt. Wir befinden uns gerade in der Aufklärung des Karmisch. Ja, vor allem so verstanden, laut meiner Sicht Mörsereinschläge nahe bei dir. Ja, Mörsereinschläge sind spürbar. Ja, Alpha 1, eventuell gerade Volltreffer auf dich, wenn, dann musst du weiter vorrücken, komm. Ja, jetzt wo wir unterlaufen, das feindliche. Ja, wir verlegen jetzt nach Süden in den Wald. Da fissern die Mörser auf. Also wir gehen südlich zum Feldposten und von da aus springen wir die Straße. Ja, Erikot, muss oder wir warten noch kurz, bis die Mörser, die Mörser-Sammel vorbei ist. Bravo 1, Alpha 1, komm. Bravo 1, hat komm. Ja, Alpha 1, Mörser lassen nicht nach, aufsitzen. Ja, hast du verstanden. Aufsitzen bei Alpha 1. 1 geht. Mörser ist Mörser, sag ich immer. Mörser. Dachte Minen, Schminen. Mörser. Ich bin so eine Actionfigur, ich hab da mehr die Voice Lines, so 5 oder so. Wo hinten die Linie, die Leine zieht. Locken wir rechts. Hier zwei Fahrzeuge durch Raketentreffer verloren, wir versuchen zu reparieren. Hier zwei erledigt Fahrzeug. Rücksitz. Ja, Alpha 1, so verstanden, verlegen Sie nach Südwesten zur Straße. Wir sind ja schon ein feines Gebiet. OPZ für Alpha 1, komm. OPZ hört. Ja, Alpha 1 fordere an Artillerieunterstützung auf BTR Kamisch 1602, komm. Prüfe. Da fliegt nochmal zwei Raketen. Ist das was? Nein, nämlich nicht. Wer soll die PA halten, bevor der Alpha platzt? Das ist schon zu spät. Aber weit zu spät. Nein, nicht unsere PAs. Das Einzige, was mit Wert verloren gegangen ist.
kurz mal am Rally Point, bin gleich wieder da. Oh, wenn er jetzt PAs nachholt, ne? Ui, dann kann der Flicker heute nicht mehr mitspielen. Dann triffst du den Bahnhammer. Kasper, leg mal drei Huntiers rein, die musst du mir da mitnehmen. Drei Huntiers legst du rein, die muss ich für dich mitnehmen, okay. Dann schauen wir mal, ob ich hier mein Inventar umsortieren kann, weil ansonsten... Ah, das ist Glück. So, Kommandant sitzt. Jetzt, wo wir kommen, jetzt halblinks aus den Gebüschen von dir raus. Hab ich dabei, Maxi. Hab ich. Reins bestätigt. Da gib mir nur eine. So, Maximilian, wie war denn der Status von der Aufklärung bei dir? Ja, ein paar Infanteristen, die Patrouille waren in der Ortschaft, der Rest ist markiert. Okay, kurz warten. Artillerie ist möglich. Schussbeobachtung, kommen. Ja, Alpha 1, nur möglich durch Hunt-IR. Dazu muss genau angesagt werden, wann die Treffer kommen. Wir wären jetzt bereit, einen Schuss Feuer abzugeben. Also. Ja, Alpha 1 so verstanden. Frage, Flugzeit, wie lange? Knapp 50 Sekunden. Wie lange ist denn die Hunt-IR oben? Jetzt wo 10 Fahrzeuge. Keine Ahnung, 3 Minuten. Aber die wird halt immer wieder tiefer und das ist ein Kilometer weg. Also Kicker, ich konnte das auf meiner Position. Ja, Alpha 1, führen Sie durch, komm. Ein Schuss, Feuer frei. Maximieren, 50 Sekunden, sagt er. Du kannst jetzt absitzen, das Ding hochschießen und dann müsste das klappen. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Das waren keine 50 Sekunden. Warum sitzt er jetzt nicht wieder auf? Er kann nicht im Fahrzeug auf die Hand eher schauen. Einschlag war 100 Meter zu weit westlich. Ja, fein, so verstanden. OPZ für F1 kommen. Ja, F1 nach Schussbeobachtung. Ein weiterer Schuss 100 Meter nach Osten kommen. So verstanden. 50 ab jetzt. F1 so verstanden. Artillerie kommt. Zwo jetzt immer noch da vorne? Nein, Zwo ist hinten. Alpha 4-1 ist McCoy. Wo ist denn Alpha 2? Der ist doch gar nicht markiert. Hinter uns. Im Fahrzeug nach. Oh, die sind ganz weit hinten, okay. Ein Schlag war... Ah, Besatzung abgesetzt. Nein, das Steigen muss ab vom Karmisch. Das ist aber nur die Infanterie. Der Einschlag war circa 10 Meter so weit östlich. Der Krater hier. F1 verstanden. OPZ für F1 kommen. OPZ hört. Ja, F1 fordere an, zerschlagen 10 Meter westlich vom letzten Einschlag kommen. 5 Schuss, Feuer frei. Letzter ein. Schlag. Kommt in circa 50. Alpha 1, verstanden. Ein feindlicher Schütze Richtung 092 bekämpft. Erkannt. So, Mörserbeschuss hat ja an sich aufgehört. Das heißt, eigentlich könntet ihr absitzen und im Wald rechtzeitig vorrücken und weiter aufklären. Hört das mal aus, also Maximilian, lass da mal außen vor, der muss ja die Schussbeobachtung machen und ihr sitzt mal rechts ab und geht mal durch den Wald, schaut, ob ihr noch irgendwas seht. Du meinst den südlichen Wald jetzt? Genau, nach Süden. Ja, okay, verstanden. Gut, eins ab. Bravo, 1, 2, 1, komm. Und da fliegen sie wieder an.
Ja, Bravo 1 hört. Ja, Alpha 1, ihr schickt den restlichen Trupp nach Süden zur Aufklärung, Ende. Ja, so verstanden. Einschlägig eingegangen, haben alles getroffen, bis auf den Kramisch. Ah, Kramisch explodiert. Ja, fein, so verstanden. Dann kannst du jetzt abrücken zu deiner Infanterie und nochmal aufklären, eventuell mit Handier nach eigenen Ermessen kommen. Verstanden. Nutze deine Info, ich habe nur 4 Handiers. Ja, fein, so verstanden. Hier, hier Alpha 1 an OPZ, komm. OPZ hört. Ja, Alpha 1 melde, zerschlagen erfolgreich, Kamisch zerstört, Ende. Naja, ne, ich stehe nicht auf. Wär's blöd. Sehen wir ihn nicht. Sind Brouts. Bald euch Gräben zur Sicherheit, nicht dass da wieder ein Mörserangriff kommt. Sehen sie nix. Ja, also einen zerstörten Kamisch. Und da hinten steht noch irgendwas. Eine Kamisch mit Waffe unten, daneben irgendwie. Was ist denn das Richtung 076? 076. Du meinst den Kamisch? Ich sehe da nur irgendwas Helles. Ist das ein Kamisch? Da weiß ich nicht. Nein, da ist ein Bunker. 076. Ja. Den meine ich dann wahrscheinlich. Da ist irgendwas hinterm Felsen. Was ja, das ist ein Bunker. Okay, mal. Ja, Mörserabschüsse? Ah, das ist der Kompanieposten. Der ist schon markiert. Weg. Mal die Gräben aus. Ja, Alpha 1, wenn ihr keinen Feind voraus habt, dann nehme ich euch gleich auf, wenn Mörser zu euch reinkommt. Wir sehen du sie erstmal nicht. Ja, ich sehe den Kompanieposten, aber das ist auch alles. Ja, Mörser-Einschläge ist südlich, südwestlich von uns. Ja, Alpha 1, so verstanden, wir kommen vor zu euch und dann aufsetzen. Ja, so verstanden. Sind los, sind die so weit weg. Die nächsten Abschüsse. Das wird knapp. Das wird Miroslav. Das wird Klose. Hinlegen. Kommen wieder Abschüsse. Alpha ist da. Bravo 1, aufsitzen. Aufsitzen. Einschläge. Ist ja noch gar nichts Grüni, was ich hier mache. Rein. Boah. Nee, alle leben. Wir zwei, wir sind wieder am vorderen Rand. Bin getroffen worden beim Einsteigen. Danke, dass wir angekommen. Allerdings standen wir gerade unter Mörserfeuer. Weichen 200 Meter auf. Okay, der war jetzt genau auf unsere Stelle. Ja, einfach so verstanden. 20 Sekunden länger und wir wären tot. Können wir uns eine Stellung suchen und das Gegenfeuer gegen den Mörser machen, wenn wir den rausgenommen haben? Wir haben halt Mörser. Wir folgen der Straße. Ja. Ihr hattet keinen weiteren Feind bei dem Kramisch oben nördlich, oder? Die Infanterie ist halt abgesessen, aber die ist, glaube ich, zum. Entweder okay. In die Ortschaft oder wir können jetzt. Das Problem ist, wir können nicht weiter aufklären, weil uns immer wieder die Mörser attackieren. Ja, deshalb meine ich, dass wir jetzt den Mörser.
mein Plan jetzt vorrücken auf die Ortschaft, wie geplant, südlich auf Gebäude Lila. Wenn ihr das genommen habt, dann schießt er nochmal eine Hand die eher hoch und klärt den Kompaniegefechtsstand auf. Ist nicht da, im Kompaniegefechtsstand ist ein Turm und da auf dem Turm ist entweder ein MG oder eine Titan. Was für ein Turm? Du meinst so ein Metallturm? Bunkerturm. Ja, dieser grüne Bunkerturm. Okay, den können wir eh nicht mit Artillerie machen, den sichern wir so. Dann schauen wir mal hier, also wir machen das jetzt mit dem SBZ, die Sicherung auf Wald. Wenn ich da Infanterie sehe, dann müsst ihr halt rein und wenn nicht, dann nicht. 2 für 1 kommen. 2 hören. Ja, Alpha 1, neuer Plan. Wir fahren die Infanterie an die Ortschaft ran, klären dabei Wald nördlich auf. Wenn Wald nördlich feindbesetzt ist, sichert die Infanterie diesen, ansonsten zur Ortschaft. Der Kompaniegefechtsstand ist ein Metallturm, den sichern wir, ohne den mit Artillerie zu belegen. Komm. 4-2 verstanden. Hier 1 dazu, 2 rechts in Linie übergehen und dann mit 30 km/h Straße folgen. 4-2 verstanden, rechts in Kette, 30 km/h. Feindlicher Schütze Richtung 1-0. Hier 1, ich warte auf 2, Ende. Feindlicher Schuss Richtung 107 bekämpft. Da ist er wieder mit seiner Sturmfahrt. Ich hab Angst. Naja. Nick, hast du das mit? Jetzt Position. Ja. Hier 1, 30 km/h vorwärts Marsch. Auf Straße. Jo. Bis an Gebäude 1 Lila. So, Schütze, du guckst weiter Straße entlang. Alles, was da kommt, machst du weg. Ich guck nach links in den Wald rein. Ja, ich wechsle auf HP. Ist so grün, da ist dann Alpha 2. Ne, wir haben heute noch keinen Teambeschuss gemacht. War uns Mörser Einschlag? Aber unter Lauf Granaten. Ne, eventuell Granaten. Fahrer halt, Infanterie auf 056 Rückwärtsmarsch. 2 vorne halten, Infanterie im Wald nordöstlich. Nahbereich. Fahrer halt. Siehst du den? AMG oder ABM? Ja, hau rein jetzt. Die sind im Nahbereich. Alles. Genau, die Antwort ist ja. Wenn's brenzlig wird, ja, das sieht gut aus. Wir 2 verharren in der Zeit. Jetzt mal Feuer halten, das ist noch Richtung 065 noch einer. Der ist jetzt hinterm Baum und einer ist aufgestanden. Den siehst du. Weiter rechts. Kämpft. Noch einer muss da sein hinterm Baum. Bei Steinen markant. Nee, ich jetzt nicht. Da kannst du mal jetzt ABM nehmen und da kommt er rechts. Den triffst du so nicht. Sei denn, er kommt jetzt. Ja, den einen hast du. Gut. Der andere ist rechts noch irgendwo hinterm Busch. It's a Machine Gun. Da kommt er. Bisschen tiefer. Jetzt hinter Baum, kommt links am Baum raus. Und er rollt noch, er rollt, ja, kriegt noch. Und ist er tot. Sehr gut. Jetzt wird Heimdall neidisch. Hier 1, feindliche so. Gruppe vernichtet, wir rücken weiter vor. Auf MG schießen. Der Puma ist das hier doch langweilig. Ja, aber er darf sobald tragen. Ich bin nett von den Typen in der Ortschaft, dass sie nicht mit dem Herr und schießen, wenn mir nach links kommt. Da steht noch ein feindlicher Infanterist. Hau rein, was du siehst, mach es weg. Ja, sehe jetzt. Jetzt kann es nicht mehr. Denke ich mir auch immer im Club. Feindlicher Schütze auf Dach, Fahrer halt. Rückwärtsmarsch. Auf Dach 096. Fahrer halt. Schießt du hin? Wo schießt du hin? Jetzt reicht. Ja, ich war ein bisschen zu hoch. Okay, Hasten, jetzt. Jetzt wo wir weichen weiter rückwärts aus, wir können von hier aus nicht wirken, so nah an der Ortschaft kommen. F1, verstanden. Jetzt langsam vor, Infanterie bereit machen zum Absitzen. Ja. Achso, ich hab da noch eine MG in der Bunkerstellung. Ja, immer jetzt weiter ich, schießen. Da kann es nicht mehr drauf. Stopp. Ja. Besser wird's nicht. Infanterie rechts ab zur Sicherung. Rechts raus. Hands up.
kommt Alpha, der wird von Granaten beschossen. Geht weiter nach rechts. Hinten frei. Lauf vor ins erste Gebäude. Ja, komm rein. Ja. Nur noch ebenfalls ans erste Gebäude dann. Sicherung rüber. Blau sichert Gebäude 1, rot übernimmt die Nahsicherung, grün unterstützt blau. Ja. Frei das erste. Wie geht's? Bist du da, Enrico? Mhm. Bin ich da, ja. Ich mach auf. Sind wir soweit frei? Aber noch. Ah, ist frei. Komm, ich schau durch. Gebäude gesichert. Ja, wir haben Richtung 037, der ist linksseits von der KP. Rot gleich weiter Gebäude 3 sichern. Grün, du kommst mit. Blau bleibt hier beim Durchbruch. Du bist ein bisschen schnell, dass das wieder gut kommt. Mit euch mit. Bye. Ich geh gleich rum, hast du die Türen drüben im okay. Ja, ja, ich halt links gerne. Vorbei, du schaust rechts, dass keiner von den zwischen den Gebäuden durchkommt, okay? Achtung, wir gehen da jetzt zwischendrin durch. Also da wo du hinguckst, da guck ich auch gerade hin. Ja, du kannst ja da hingucken, dass da keiner kommt zwischen den Gebäuden. Kommen wir rein, glaube ich. Okay? Oh, ich schau da links schon vorbei an den Gebäuden. Da wo Maxi jetzt ist. Das brauchst du da. Gebäude 4 nehmen. Kommt hier durch das Fenster rein. Und erstmal ein Gebäude 5 bleiben. Wenn du auch nach links gehst, Tür. Raum sieht frei aus. Direkt durchs Fenster. Ich hab die komm schon. Klappt ja wieder gut. Bin drin. Kannst reinkommen? Bin drin. Dann muss der rechts sich um über den. Wieder den Schützen oben auf der Treppe. Danke, ja. Oh, jetzt wohnt ihr unten. Ja. Hier ist frei. Beim Hochgehen hat hier gerade. Oh, irgendwas auf dem Dach. Okay. Nee, gut, das war dieses, links sieht's gut aus. Nee, das waren diese komischen Äste hier oben. Okay. Ja, links schauen wir mal, vielleicht sehen wir schon was. Wir gehen jetzt erstmal lieber so hin. Blau markiert mal das Gebäude 4. Heimler, komm mal zu mir. Hunter ist draußen. Ich aktualisiere nochmal die Position von dieser Mörserstellung. Und dann wäre ich bereit für die Artillerie. Du ja, Herr? Oder siehst du da mehr vom Feldposten? Also ich sehe hier so gut wie nichts. Ich sehe das, ich sehe den Bunkerturm, den grünen, den Metall, also den hohen Bunkerturm. Ja, so ein Stück sehe ich auch, aber. Hast du Sicht auf irgendwelche? Ich wollte gerade Kameltreiber sagen, aber. Das ist die C-Set. Pakistaner, glaube ich. Hier ist die Info, gerade feindliche Gruppe, Infanterie an Gebäude 8 lila herangesprungen, keine Sicht mehr, kommen. Blau, geht mal auf die rechte Seite. Ich hab einen so verstanden, Markierung. Scheiße. Wir wurden beschossen, in Gebäude 4. 241, komm. Ja, blau nach rechts, rot übernimmt die Sicherung nach vorne. Ja, eins, ich muss Sicht auf Turm halten, dort PA-Waffe vermutlich. Frage, kannst du mit Infanterie weiter vorgehen, entweder auf Straße oder südlich an den Gebäuden? Jetzt wo, ich kann südlich an den Gebäuden mit Maxim, der Infanterie zusammen. Maxim, du meinst du rechts, ganz rechts, oder? Rechts vom Compound, wo Kaiser ist. Ja, eins, dann selbstständig durchführen, Ende. Kaiser ist gleich darüber. Ist Heimdall, deshalb. Haben die jetzt getauscht? Ja. Ja, Max, ich habe mit Heimdall getauscht, damit das MG dort besser flankieren kann. Gut, wir zum Eingang oder zur Tür? Also geht mal hier vorne an die Mauer, der ist irgendwo links vor uns. Bravo, ja, Alpha 2 melde mich vom Kreis an mit Meldung: Feind ja, gut, bei entspringt. Gebäude 8 lila, da ist Schützengruppe reingesprungen. Weiß ich. Gut, dann 2 Ende.
92 Alpha 1 kommen. Ja, Alpha 1, lasst sie kommen. Nicht weiter vorgehen, sondern verschanzt euch und dann lasst sie rankommen. Ja, zu spät. Er ist dann im einer bekämpft. Sollen wir eine Granate reinschmeißen? Einfach nur. Für euch zählen vorhin Gebäude 6 ist Feind, mindestens ein Schütze. Ich weiß nicht, ich überlege die ganze Zeit, ob ich die Tür mal aufmache. Ich schmeiß erst mal eine Granate rein. Okay. Ah, ich schmeiß erst eine Granate, dann gehen wir rein, okay? Positiv. So. Granate raus. Granate liegt runter. So. Und wir können. Erster Raum ist frei. Ja, Zwischenraum ist auch frei. Drin. Ja, wenn dann ist jetzt... Kannst du mir springen auch noch rüber? Oben war einer. Hier rechts rum. War? Ist bekämpft? Nee! Jetzt ist er bekämpft. Noch. Er lebte noch. Er lebte noch. Ja, der lag da, als ob er tot wäre. Ja. Und dann hat sie sich gedreht. Das war nicht ganz so lustig jetzt. Ja, irgendwie schon. Okay, blau, sind die zwei kleinen Gebäude, da waren zwei Feinde drin, die habe ich bekämpft, da können aber noch mehr drin sein. Okay, wir gehen rein. Runter, Beschuss. Willkommen, MG-Beschuss, vermutlich von dem Turm, irgendwo Richtung Nordost. Er ist bekämpft, Gebäude 10 ist frei, Gebäude 9 auf andere Seite. Ja, vereint, ich habe nur vereinzelt Schützen, die ich sehe und auch immer wieder bekämpfe. Der Eingang ist halt drüben, ja? Ja. Ah, Gebäude 9 können wir gerade noch nicht sichern. Eingang ist auf der anderen Seite. Möchte mal kurz durchmachen. Bisschen gucken, ob ich in Augen. Wir haben Audio nah. Osten? Vielleicht ist da ein Gebäude drin, was wir nicht sichern können. Ich kann eine Granate reinschmeißen. Ja, ich schmeiß eine Granate rein. Also, Kaiser in 6 liegt eine Leiche drin, weil ich von hier sehen kann. Ah, ich hab einen Schützen in Richtung 120. Okay, er ist bekämpft. Der war in dem Dickkick Richtung Südosten. Also, für hier drin war Lauf, auch lauf, lauf, Leiche. Lauf, Granate liegt nicht, leider liegt nicht. Einmal zu mir. Kann ich durch die Löcher durchschmeißen. Karlsberger verlege jetzt zurück zu Rot. Und Rot. Und Karlsberger machen gleich den Compound links. Blau. Ihr geht hier links bei uns ins Haus rein und überwacht, gibt da Overwatch. Komm, geh weg von dem Ding. Wir werden da beschossen. Von also ich hab noch einen Schützen Richtung 1, 2, 3. Läuft nach links. Jetzt 1, 1, 1, 7. Schütze bekämpft. Sicher? Der ist gerade noch gelaufen. Nee, der ist gerade umgefallen. Ach, da ist ein Hase gesprungen. Oh, das ist dieses Spiel manchmal. Mal Hecht nach außen sehen. Mhm. Dann Rot, Gebäude 6 und 7 nehmen, ich komme auch gleich zu euch. Blau, gib mal Overwatch hier vom Gebäude aus. Liegt einer bekämpft in 6 drin. Ja gut, da konnte man echt sehr viel machen gerade. Drei für eins kommen. Doch echt schon der Rally Point, ich glaube schon. Geht's dem Resttrupp gut? Resttrupp geht super. Ja, check. Ich habe die Granate ins Gesicht bekommen und bin direkt ausgefallen. Ja, ich stand ein Stückchen weiter weg. Mich hat's dann nicht ganz so schlimm erwischt. Ja, wie letztes Mal. Ich habe die Granate für dich aufgehalten. Sehr nett von dir. Hast du mit deinem Leben gefangen? Ja, mit meinem Gesicht.
Das mit den Granaten, Kaiser, das, Konrad, da hast du es ein bisschen, ne? Die letzten zwei Missionen. Schütze. Ja, was soll ich denn machen? Nee, wenn der Typ nee, sieht, dass ich ihn nicht, kann ich nichts machen. Ne, da kann ich nichts machen, ich find's nur lustig, weißt du? Achso, das meinst du, wie lustig ist es schon, das ist klar. Du hältst doch in alles rein. Ich merke, heute ist hier wirklich eine sehr sexualisierte Stimmung, aber es ist auch wieder Donnerstag, muss man auch dazu sagen. Ich habe eine sexualisierte Stimme. Ah. Ja, jetzt wird's eklig. Jetzt war die Wörterstellung mit der. So ein Dach oben? Rausgenommen, aber jetzt ist zu spät. Granate? Ah, ja. Nee, Nebel. Ja, ich. Ach, dann auch schon mit Nebel vor uns die Straße. Mal noch mehr dran an denen. Jo, was soll ich dir sagen? Einfach nicht so verstanden. Ja, mach dich bereit, wir springen rüber Richtung Norden. Rote hält die Sicherung erstmal, grün und blau springen rüber an die Mauer. Ja, ich. Dann sagt Nordwald. Nord sichern, weil mehr sehe ich halt nicht. Ein Einzelschütze linksläufig. Ist er bekämpft? Nee, ist wieder in der Busch verschwunden. Dummes Arschloch. Ja. Nicht weit weg. Nee, das war ein anderer. Boah. Wir ja, müssen hier weg, der schießt mit Granaten hier rein. Wir springen rüber. Alle bis auf Rot rüber. Wir sind zwei Mauern, hier können wir uns aufstellen. Oh oh, aua, aua. Ist einer gestorben? Nee, wir sind alle rübergekommen, aber ich hab ein Tor so drüber gekommen. Irgendwo der Straße runter ist ein Schütze. Links war ein Max, fragt den Alpha, ob der die Straße lange überwachen kann. Wir haben Schütze. Ja, Alpha 1, ich bin 3, noch 1, auf dem Turm, kann ich. Ja, Richtung 3-2-8-2-Süd. Ein Grenadier bekämpfen. Wir haben auch einen Schützen. Südlich! Südlich! Richtung 157, Schütze! Nee, da ist jetzt genannt am Baum. Schütze Süd bekämpft. Oh, aua! Im Durchbruch. Ich sehe noch ja, nicht. Alpha 1, feindliche Schützen auf 3, 4, 5, einen bekämpft. Ein Schütze im Durchbruch zum, zum Compound Grün. Ja, werf Granaten rüber. Nee, die war scheiße. Aber die ist trotzdem nicht bei uns, oder? Nee, die ist an der Mauer da abgeprallt. Ach, dann legt euch mal hin für Gegengranaten. Der Blau springt an den Durchbruch ran. Wir haben im Norden immer noch Grenadiere. Ich glaube, wir sind hinter euch, ihr könnt eindringen. Links. Aus dem Wald. Schütze 292. Bekämpft. Ja, da war aber auch können eindringen. Brauchen Schütze direkt Nord jetzt. Sie also sieht so weit frei aus. Das sind alles Grenadiere, wie viele Grenadiere sind denn das? Eine Tür ist offen. Konrad am Boden. Konrad wieder ausgefallen, weil das Spiel scheiße ist. Ja, da steht hier in der Hütte. Konrad ausgefallen. So, wie sieht's aus? Können wir rüberspringen? Ist der Schütze an der Straße bekämpft? Ja, ich will aber im Moment nicht nachziehen. Wir haben von hier einen guten Overview. Overwatch. Meinetwegen. Unten ist zwei. Ja, Balkon ist noch voll auf jeden Fall. Ja, Dach. Konrad, Kurt Lacking. Konrad tot? Ich bin schon wieder ja. Da. Achso, dann brauche ich einen Sunny. Konrad nicht am ja, Kochen hier. Hinten,
habe jetzt da im Norden 4 Grenadiere gekillt. Der halbe Trupp, der aus dem Kamisch rauskommt, waren einfach nur Grenadiere. Was ist denn das? Schabrackentapiere. Muss man auch alle Grenadiere mitnehmen. Jetzt wo mit Info, wir haben Infanterie. McCoy's Restriktion war für PA, nicht für Granatwerfer. Ja, Alpha 1, das kam nicht ganz an. Ich vermute Infanterie Richtung Ost. Achtung, rote Nebel. Hier schreit doch schon wieder einer rum. Jetzt wo Markierung. Klar, macht dich bereit, rüber zu springen. Bravo 1, für Alpha 1, komm. Rüber zu Gebäude. Bravo 1, Sir. Ja, Alpha 1, ich kann keine weiteren Schützen Richtung Nord meiner Position aufspüren, komm. Ja, so verstanden. Wir haben jetzt die Ortschaft durchgesichert, das einzige was noch bleibt sind die Türme, sind die Mörserstellung und halt der Kompaniepost. Schütze hinter uns? Rot, da ist bei euch. Zumindest leben sie noch. Rot, habt ihr ihn? Ja, alles gut. So, grün und blau verlegen zurück zu rot, dann räumen wir da jetzt mal im Süden auf, ob da noch was ist, und dann greifen wir den KP an. Nehmen wir mal von dir die Nebelgranaten. Ich nehme meine normalen Granaten noch mit. Warte mal, ich hab zwei, ich hab auch keine mehr. Taktisch mag ich das immer. Also ich hatte zwei, ich hab jetzt auch keine mehr. Hast du noch nie gesagt. Vielleicht, wenn ich das gehört hab. Blau sich halt nochmal den Compound durch, wo Alpha 2 jetzt drin steht. Die Frage ist halt, Alpha 2 für Bravo 1 kommen. Könnt ihr mit ABM in die Mörserstellung reinschießen, damit das die Mörser bekämpft sind? Wir sind ziemlich weit vorne an der Mauer. Blau, ihr sichert Gebäude 8, 9 und 10 nochmal. 9 habt ihr ja nicht gesichert, das könnt ihr jetzt machen. Ja, wir nehmen die Bekämpfung auf. Nehmen wir helfen, Blau. Und ihr macht weiter, oder Overwatch da hinten bei dem Haus. Da können wir nicht gehen über links. Wir gehen über links. Ja, dann sorgt einfach dafür, dass auf der Hauptstraße nichts kommt. Der Alpha steht jetzt links davon, der kann den jetzt nicht mehr einsehen. Ja, ich verstanden. Wir überwachen die Hauptstraße. Alles frei. Judas. Wir gehen wieder zu Rot, nach Norden. Über die Straße. Mit Sicherung Hauptstraße. So verstanden. Jetzt wo mit Rückfrage, könnt ihr gucken, ob Mörser bekämpft? Müssten wir eigentlich von oben sehen, oder? Vom Kompanieturm. Ja, dann müssen wir erstmal den Kompanieturm sichern. Wo ist denn der Alpha 2? Da vorne. Da. Das steht direkt neben hinterm Baum. Hinterm Baum. Naja, ich bräuchte Granaten, weil ich habe keine Granaten Baum. Mehr. Genau, sag an, dass du aufschützen willst. Alpha 2 für Bravo 1, komm. Und da? Ja. Guck mal. Ich kann einen Zaubertrick, guck. Was? Wie machst du das? Ich bin da jetzt seitlich ran hier, passiert da was? Durch das
Nee, nochmal nicht. Ich, durch das Material kann ich gehen. Alpha 2 für Bravo 1, komm. Ja. Wir müssen kurz aufsitzen und aufmunitionieren. Dann sage ich dir das mit den Mörsern. Verstanden. Ist so die Bedingung. Genehmigt. Wenn wir aufsitzen dürfen, wir dann sage ich dir das kriegen, mit den Mörsern. Dann gibt's Informationen. Informationen im Tausch gegen Granaten. Quid pro quo. Wir haben gelernt, durch dieses Fenster kann man auch keine Granaten werfen. Nicht? Nein. Wird jetzt angezeigt, dass es gehen würde? Es ist gelb. Es ist nicht rot, es ist gelb. Ah, also, ja, pass auf. Ich habe nur noch 3 Granaten. Bin begeistert. Okay. Kann ich ja üben, ob es jetzt klappt, Enrico. Nee, wir machen es nicht. Das war Konrad. Das war ich. Ja, yeah, aber vielleicht klappt es bei dir. Kann Leute zerstören, das ist eine komplette Statistik. Da kann ja er wirklich viel für. Aber das hatte ich letztens auch. Der Punkt hat komplett weiß angezeigt und sie ist abgeprallt. Ja, ja, aber weiß bedeutet weiß an, ne? Also kann nicht weiß. Nee, gelb ist. So, wir gehen links vor zur Gebäude 3. Weiß ich nicht. Und daraus geht in Rot. Geht nicht rein. Grün war geht vor zur Gebäude 3. 1 für 2. Alpha 1 hört, aber immer noch abgehackt. Ja, Bambusleitung hatte ich ja schon erwähnt. Hier 2 mit Info. Wir hatten gerade schweren Beschuss aus Richtung 070 vermutet. Dort wahrscheinlich weiterer mechanisierter Feind kommen. Warum auch? Ja, Alpha 1, so verstanden. Wenn du selber nicht aufklären kannst und er dich schon beschießt, dann kannst du verlagern auf Straße zum Beispiel, komm. Oh. Jetzt? Von meiner Seite aus hast du noch Mauern. Wir standen nicht direkt im Feuerkampf, sondern konnten nur das Feuer des feindlichen Fahrzeugs aufklären. Auf. Muss mich korrigieren, Kopf. Gib mal rechts vor und geh dann die Mauern, die in die Ja, Alpha 1, so verstanden. Wir sind ja sowieso schon in der Nähe der Stellung, die wir beziehen sollen. Okay. Du kannst dich ja mal umsehen, ob du nördlich oder weiter östlich eine Stellung beziehen kannst, die dir sinnig erscheint. Komm. Jetzt wo verstanden? Wir suchen uns mal eine Stellung. Das MG. Alpha 1 bestätigt, Ende. Geht mal auf Richtung Osten, ob ihr da irgendwas seht. Alpha 2 wird von irgendwas beschossen. Ja, Alpha 1, konzentriert ihr euch erstmal auf die Sicherung. Ja, aber das ist eine riesen Freifläche rechts von uns. Wenn wir da jetzt nicht aufpassen, dann sind wir auch tot. Ja, Alpha 1, wenn ihr den Turm habt, also im Blick habt, dann kann ich auch weiter vorkommen und euch abdecken. Was meinst du? Also den Turm haben wir jetzt im Blick, wir werden jetzt aber von dem MG beschossen, von der Basis vom Turm. Ja, Alpha 1, wir kommen zu euch vor zur Deckung. Der Schütze ist in Richtung 066 von meiner Position. Ich glaube, der ist rechtsseits der Basis irgendwo. Die hat meine beiden Arme erwischt. Wenn du hier hinter kommst zu mir, vielleicht kommst du dir rüber. Nein, genau da. Genau da schießt er durch. Gut, dann gehst du damit hin. Spring mal rüber, spring mal alle rüber zu mir. Rot auch, alle rüber. Ja, wir sind ja schon dran. Das ist so an dem Blau und Rot springen jetzt dran an den Durchbruch. Dann okay, komm einmal da, wir gehen gleich breit. Breit, mach dich breit. Der ist hinter dem zerstörten Tank. Granate! Einmal Granate! Ich hoffe, das war eine Feindgranate. Die Enrico getötet hat, nicht. Die andere schon. Andersherum. Die Enrico getötet hat, war eine Feindgranate. Haltet ihr die Sicherung und wir bergen den einen Typen, der da sich selbst. Ich sag mal, das war eine Feindgranate. Bravo 1 für Alpha 1, komm.
Maxi am Boden. Ja, Alpha 1, ich habe keine Feindaufklärung Richtung Nord bis Ost. Frage, soll ich verlegen? Habt ihr noch Feind im Vorfeld? Ah, wir haben Feinde von uns. Ja, auch jetzt Raketenbeschuss. Konrad, ich nehme mal Versuch, Maxi dazu. Ja. Hier zwei, ich kann dir auch für hier vorne ein bisschen nebeln. Alles ja, Alpha 1, ich verlege nördlich der Stellung. Ich nebel doch nochmal. Alpha, fahr zurück, der SMG-Schütz ist direkt rechtzeitig. Was machen die? Wieso sind die bei uns? So, Richtung nach rechts. Komm, den Kaiser, bleib hinten. Das SMG ist immer noch nicht bekämpft. Ja, das hat mich auch gekillt. Ja, ich war stand. Wo steht der MG-Schütz im Moment? Da, da genau zwischendurch, da hinten. Ja, dann werfe ich, ich werf eine Granate drüber. Ich versuch's mal. Der ist ganz hinten am Eck. Ich versuch's mal, okay? Granate fliegt. Naja, hab ich, ist nicht weit genug geflogen. Macht der Alpha? Warte, ich geh mal ein Stück nach vorne. Ja. Blau sich einmal den Bunker hier links von uns. Standen. Ja, Alpha 1 mit Ober und zwischen den grünen Kasernen ist ein Schütze, der lässt den nicht bekämpfen, macht aber auch nichts. Hier ist drinnen frei. Direkt vor den Schützen. Gut, habe ich gerade eben bekämpft im Bunker. Okay. Hast du ihn? Nee, keine Ahnung, was das war. Irgendwo in den Kasernen ist ein Schütze, der nicht stirbt. Ja, links ist dein Bunker sich. Das ist der, der nicht stirbt, oder? Ja, auf jeden Fall steht er da und bewegt sich nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich... Das habe ich auch gerade schon versucht. Hol das Bajonett raus. Ich weiß nicht, was mit dem Kollegen hier los ist. Der ist auch ja, tot. Der ist tot. Kommt Paul auf jeden Fall noch ein MG. Da. So, der muss hier nicht. Passt. 241 Status. Wo hinten lang? So, ich geh mal hier vorbei. Wir zwei hatten gerade noch feindlichen Schützen in der Mörserstellung bekämpft. Irgendwo rechts haben jetzt muss ein Bunker sein, da steht das Ding drin. Wirkrichtung. Ost, Süd, Ost. Hier ist nix, Maxi. Aber hier war mal, ja, da war mal ein Tarnnetz. So, ich hatte Beschuss aus Ost, der Bunker war noch vorne. 081 Miner aus Wald heraus. Unbekannt, was für ein Fahrzeug oder was da geschossen hat und auf wen. Ja, alles gut. Jetzt, wo wir natürlich ein letzter Schuss im Mann. Nee, hinten, ja, ich hab den Schützen gekillt. Hinter uns war ein Bunker. Ja, ich verstand, ich hab weiter Sicht da drauf. Wo? Okay. Wo ist der Bunker? Blau. Aber da ist das ist ein kleiner Bunker. Ja, der ist nicht, aber. Ich hab doch gesagt, wir sollten den Bunker Nord sicher laufen. Wir waren da noch nicht dort. Ja, sichert jetzt den Bunker Nord. Achtung, ich denke die Granate. Aber Blau geht jetzt in den Bunker. Manchmal zu. Links. Ein Bekämpfter. Ich habe auf jeden Fall noch einen gehört, ich vermute. Ist frei. Der, also in der Woche in dem Bunker, wo Blau gerade reingeht. Ja, okay, vielleicht war es auch der, den ich gehört habe. Den scheint ich mit der Granate erwischt zu haben.
Es waren zwei Leute hier. Oh, hast du nur noch einen Turm jetzt? Ja. Oder ist ja noch mehr? Ich will nichts sagen. Ich sehe halt nichts sonst. Dann blau zu mir an den Turm. Ja. Dann blau ist sicher den Turm. Heimdall folgt euch. Okay. Fertig. Hat noch ein Audio. Vermutlich entweder war das der in dem Bunker oder das war der im Turm hier. Ich vermute aber, das ist der im Turm. Wir haben noch beschossen von irgendwas. Oh, ja, nein, da. Ja, ich gehe schon, aber ich laufe jetzt da nicht rein. Ja. Ich gehe links rein, ihr geht rechts. Links sieht gut aus. Frei, ja, ist frei. Weiter rauf. Da ist eine halb hohe Mauer. Das sieht gut aus. Ja, ist frei. Du links, ich rechts? Ja, ich links. Ja, ja. Ich rechts, du links, so. Ja. Radio ist frei. Ja, sieht gut aus. Turm ist frei. Guck mal rüber in die Mörserstellung, ob die bekämpft sind. Ein Mörser zerstört. Und keine Infanterie vor Ort. Oh, der schießt jetzt auf euch. Wow. Ah. Kommt mal wieder runter vom Turm. Dieser Assi. Mich hat er gar nicht getroffen. Wie sieht's bei dir aus? Ne, bei mir ist es direkt vor mir eingeschlagen. Wir müssen auf die Mörserstellung sichern. Kaiser steht schon gut. Mach dir den Arm fertig. Dann können wir zurück zu Kaiser springen und von da aus können wir zur Mörserstellung. Den Arm habe ich glaube ich auch gerade gemacht. Antrag, ich würde über den gut. Alpha gehen, quasi rechts ausholend, dass du SMG noch mit zu mir setzt, Schilly? Zum Flankenschutz und der Rest ja, einmal rechts ausholen. Auguste Schilly? Ja, zurück zu Kaiser, solange der Heli noch nicht da ist. Nee, hat sich nur so angehört wie Heli. Ja, Alpha 1, feindliches Fahrzeug mit Granatwerfer Richtung 083 durch Bäume, er schießt auch durch Bäume. Infanterie auf 074, links laufend. Nee, jetzt ist Heli Akustik wieder da. Osten, Südosten. Transporthelikopter. Jetzt wo am Hubschrauber gesichtet, Transportheli unbewaffnet. Ein Aufklärer. Die 1 so bestätigt. Über uns. Jetzt wo bekämpft. Achtung, Achtung. Hier 2 bekämpft. Ich dachte schon, ich bin blöd. Ich hab ihn gehört, dann war er weg, dann hab ich ihn wieder gehört. Nebel vor uns, Atem im Nebel. Nicht so schnell, sonst werden wir wieder verletzt von den scheiß Treppen. Hier 2, wir weichen aus, Artillerie Nebel direkt vor unserer Stadt. Blau stopfen. Wir gehen in die Bunkerstellung. Was denn? So verstanden, wir sind jetzt unten. Ja, wir gehen alle in die Bunkerstellung. Wir warten den Gegenangriff ab. Da muss die Mörserstellung warten. Könnt ihr auch selbst Graben bauen? Welchen Bunker müssen wir? Schlägt das Ding so gut wie ihr könnt. Ja, ich bräuchte mal. Wir warten auf Feind aus dem Norden, also ich sehe euch entsprechend aus. Aus Norden. Hey, du bist einmal hier, wo bist denn du? Da rennt er. Bleib stehen. Da ist eine Granate. Da ist eine Granate, wo wir eingeschlagen. Verteilt euch auf der gesamten Seite dieser
Stellung in den zwei Buddy-Teams. Sind wir zwei Buddy-Teams, sodass ihr so 20, 50 Meter drunter seid. Fertig, Enrico. Super, danke. Hier 2, Nebel hat sich verzogen, ja, wir beziehen wieder Alpha. Ich dachte, wir kriegen aus Osten Feind, nicht aus Norden. Bitte? Ich dachte, wir kriegen aus Osten Feind, nicht aus Norden. Wird doch viel mehr Sinn machen, oder? Aber, naja. Ja. Vielleicht die Straße entlang, Nordosten und so, aber... Kann sein, ja. Oder die Straße nach Norden, kann auch sein. Wer weiß das schon. Na, wo haben die denn jetzt Feind? Das wäre ja cool zu wissen. Auf irgendwas schießen sie ja. Aua. Und das schon wieder. Weiß nicht mehr, wo das herkam. Ich auch nicht. Sein soll. Geh mal kurz mich mit der Entbehandlung abholen. Ist jemand verletzt? Ja, ich bin verletzt, ich komm drüber zu euch. Das passiert. Ich hab keine Ahnung, ich stand da drüben im Bunker und wurde angeschossen oder irgendein Schrapnell hat mich getroffen. Mörser ist Mörser. Weird. 5 Sekunden. 2, 1, Hero. Fertig. Danke. Das war keine Hand, ja. Ah, ich habe wahrscheinlich einen Scharfschützen im ja. Richtung Nordosten. Er ist außerhalb des Gefechtsstreifens bei dieser Markierung BMP2 auf einem Gebäude. Das ist auch der, der ja schießt wahrscheinlich. Ja. Ja, Alpha-1 mit Info voraus, Otokar, Armor, kampfunfähig, Besatzung zumindest teilweise abgesessen. So verstanden. Ja, Position, Scharfschütze markiert. Ist bekämpft. Ja. Ich hab da einen fliegen sehen. 2-4-1, kommen. Hör. Ja, 1, die Nebelwand habe ich noch erkannt, aber danach kam nichts mehr, oder? Bisher. Zwei, wiederholen Sie. Hier 2, bisher nichts. Haben das Gegenangriff vermutet, der allerdings noch keine Aufklärung erfolgt. Komm. Ja, 1, so verstanden. Ich kläre mit OPZ. Ende. OPZ für Alpha 1, komm. Hört. Hier Alpha 1, nach Nebelwand des Feindes haben wir vermutet, feindlichen Angriff ist jedoch System, nicht erfolgt. Frage, welches Vorgehen mehr optisch kommt. Und Stellung Bugfixes, 1, aber es ist nichts. Am System an sich hat sich nichts geändert. Ja, Alpha 1 ist so verstanden für ein Durchende. Man kann jetzt Gräber graben, das ist die große Neuerung. Bravo 1, ja, Alpha 1 kommt. Technisch. Und es steht, wo rechts und wo links ist. Ja, Alpha 1, wir warten immer noch auf feindlichen Gegenangriff, dazu eingraben und auf ankommenden Feind warten. Ansonsten kann ich dir noch eine Änderung zeigen. Ich bin Rico, jetzt gucke auf seinen Arm und ich sage, ich habe 3 Morphin, er hat 3 oder 3 EP und so, oder er hat 4 Turner Keys, ich habe 4 Turner Keys. Aber das war es auch so im Großen und Ganzen.
übrigens noch einen Schütze auf dem Dach bei diesem BMP, und zwar rechtsseits von dem bereits bekämpften. Ja, Tscheche, das können wir mal alles rausfinden, wenn man mitspielen würde. Kommt der Mörser-Schmörser? Obwohl, das war jetzt falsch gesagt, oder? Wenn man Witter mitspielen würde. Mhm. Ich sehe aber auch null davon. Jetzt auch finster. Gibt's falsche Visier dabei. Natürlich nicht da auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es hier um 17 Uhr die Sonne untergeht. Ja. Das war schlecht, ich habe keine Nachtsicht mehr. Ich auch nicht. Das ist natürlich nicht Kirschmann hier. Wird aber zu McCoy passen. Was haben wir jetzt? Wir haben noch über eine Stunde. Es könnte echt dünn werden. Ein Charakter sich gerade von selbst bewegt. Ein Avatar hat sich gerade von selbst bewegt. Kann seine eigenen Bewegungen beendigen. Da ist der falsche Mega. Kommt da auch noch der Angriff kannst, oder bleibst du? Ja, du kannst ja auch anfangen damit, du musst es ja nicht schon fertig haben, bis du wieder da bist. Naja, ist ja fiktiv, ist ja nur ein vermuteter Angriff, oder? Ja, ja, kommt der Angriff ja oder kommen. Bleibt das bei diesen vereinzelten Mörserschüssen dahinter uns? Es wird neblig. Jo, dann kommt irgendwas. Es ist wie wenn es regnet und der Artillerie runterkam. Wir haben den Nebel extra vorbereitet, wir haben da so eine riesige Nebelmaschine da hinter. Die werfen Trockeneis-Nebelmaschine nach. Dieses hat die Nebelmaschine rausgeholt. Ich habe Infanterie Bewegung bei dem Compound außerhalb des Gefechtsstreifen. Ja, Deckung suchen, wir haben jetzt Mörser. Jetzt 2 Artillerieeinschläge in unserer südlichen Grenze. Rot, grün, verzieht euch mal in den Bunker. Im Westen ist auch noch ein Bunker. Wir haben auch schon nach vorne, wenn was kommt, dann melden wir. Ich bin mir sicher, dass die nächsten Artillerie-Schläge dann auf uns gehen direkt. Die haben auch gerade einen Turbo reingehauen. Wo hast du Infanterie gesehen? Da. Da. Nein, rechts ja. Davon. Ja genau, wo du quasi hingezeigt hast, ja. Ja, ich habe auch gerade welche Flippen gesehen nach Süden. Flippen? Die Blackflip aber gemacht. Naja, also verlaufen war es zu schnell. Dann haben sie gerannt. Jetzt kommt der Mörser. Der war genau hinter uns. Jetzt ist nördlich von uns. Jetzt ist nördlich richtig nah von uns, juhu. Mal hinlegen. Oh, der war direkt auf uns drauf. Der war direkt auf uns. Aber der Bunker hat uns beschützt. Jetzt vor mit Artilleriefeuer auf unsere Stellung weichen kurz unser Netz aus. Ist weg. Artillerie. Frei, gepriesen sei der Bunker. Unser Heiland. Erlöse uns von der Artillerie.
So auch wir verstecken uns unter deinem Dach. Und führe uns nicht aus dem Bunker. Sonst werden wir erlöst von der bösen Artillerie. Man merkt genau, wo ihr herkommt. Jetzt, wo ursprüngliche Stellung wird. Und vergib uns unsere Ausfälle durch die Artillerie. So vergeben wir auch den Artillerie. Mit dem Missionspower. Ist das schon wieder los? Weißt du, jetzt geht es wieder los. Let's go! War wieder nördlich? Hier 2, gezieltes Artilleriefeuer auf die eigene Stellung. Das war in uns. Irgendwas. Hast du gerade irgendein Fahrzeug zerlegt? Nein, das ist glaube ich einfach nur Lehm. So mit. Sieht mal so aus. Passt auf, wenn ihr euch dreht, weil ihr könntet da mit den Beinen aus dem Bunker draußen sein. Ja, genau, ist gut, ich lieg in der Mitte. Brennst da draußen, Maxi? Ja, da ist irgendwas explodiert, deshalb meine ich, ist da ein Fahrzeug gewesen. Ja, hier Richtung Süd. Boah, die Flamme gerade. Aber da ist nix. Alles deine Schuld, du scheiß Artilleriebeobachter da drüben. Doch, da stehen 2 Fässer. Die sind explodiert oder was? Na wahrscheinlich, weil die wackeln auch hin und her. In uns brennt auch irgendwas. Da stehen 2 Benzinfässer und die wackeln jetzt. OPZ hört. Die sind runter, die kommen wieder. Ja, FA1, wir kriegen hier bis dato Steilfeuer auf unsere Position, auch ziemlich genau. Frage, sollen wir ausharren oder ausweichen, komm? Ihre Entscheidung. Aber das ist doch jetzt eigentlich ein eindeutiges Zeichen, oder? Dass wir eigentlich ja, FA1, so verstanden, wir weichen aus, bis sollten. Feuer aufgehört hat. Ich habe Bravo, Ensch, FA1, komm. Bravo, Ensch, komm. Ja, FA1, aufsitzen. Kommt doch näher dran. Ja, kommt ihr näher, kommt ihr hin. Also geht ihr nach Westen an den Compound, dann gehen wir alle nach Westen raus und dann sitzen wir auf. F1 bestätigt. Sorry, ich bin zu dem Bunker, wo rot drin ist. Mhm. Gehen die Karte heute ja, nicht? Die 2 also Fässer waren das. Besser angezündet. Aufsitzen. Bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Ich hab noch ja ab. Schön weggefahren. Ja. Ich hatte grad einen Flashback-Moment an die eine Mission. Wenn der Call weggefahren ist. Ja, yeah. Der Typ ist legendär. Ja, du sitzt. Rückwärts Marsch. Alter, Konrad, hast du dein Spiel auf extra dunkel gestellt? Wir fahren wieder nicht, durch den Wald auf die Straße. Ich werde das aber mal machen. 241, komm. Anzeige. Ja, 1, wir verlegen westlich der Ortschaft, bis Artilleriefeuer aufgehört hat, dazu selbstständig verlegen, komm. So verstanden. Jetzt kann ich nur noch das Gamma ändern. Konrad macht die Hexe und ist jetzt das Gamma dazu. Und dann auf Straße einfach zurück. Mein Gamma ist gleich dumm. Nee, alles gut, es hat mich nur gewundert, dass bei dir so, so viel dunkler ist als bei mir. Alles gut. Den Dark Mode an. Das ist Cinematic. Oh. Ja, jetzt besser. Weiß nicht, muss man sagen, ja, das finde ich toll. Gib mir mal die restlichen Hand hier erst, die wir noch haben. Mensch, ich gebe dir den massiven vielen Hand erst. Viel Spaß damit. So, kann man eigentlich schon mal Nachtsicht drauf basteln, ne?
Das falsche Visier dabei. Es hat natürlich keiner gesagt, dass hier um 5 Stunden Nacht wird. Aha. Problem haben wir jetzt. Doch deine Aufgabe als Truppführer, Informationen einzuholen, die für die Mission wichtig sind. Informationen verlangsamen meinen Entscheidungsprozess. Wer trifft denn die Entscheidung? Muss man auch sagen, dass man beim Scheiß noch die Hose runterziehen muss. Moment, das muss man. Er hat gleich keinen Bock mehr. Es kommt drauf an, ob man nicht um die Hose herumscheißen kann. Nee, ich kann das nicht, aber ich habe extra so ein Loch in meiner Hose drin. Das ist ein Quantenphysik-Gedankenexperiment. Ah, der gehobene Konrad hier mit seiner Quanten. Der gehobene Konrad. Ich bin auch Militärkraftfahrer. Auf jeden Fall sieht der Hälfte vom Trupp gleich nichts mehr. Warum? Die ganze Zeit nur mal. Weil wir keine Nachtsicht mit haben. Doch, hast du denn extra weggeworfen? Da ist Standard-Loadout drin. Oh, jetzt kommt Beschuss rein. Ja, und mein Loadout ist so schwer, dass wenn es überflüssig ist, ich es wegbacke. Sounds like a you problem. Also ich höre. Wurf für 1 war Status. Uns geht's gut, aber wir sind gerade den Anstoß in die Ortschaft. Wir haben Feinde in dem Compound direkt nördlich von uns und wahrscheinlich auch einen Fahrzeugfeind, der dort schon angerollt ist. 2, du solltest zurückverlegen. Verlege jetzt westlich zu meiner Position. Verlegen Sie jetzt. Soll ich mein Nachtsichtgerät abgeben? Ich hab auch keins drauf. Ich könnte meins nicht hergeben. Ja, Bock, ja, du brauchst deins im Fahrzeug, aber Kroko seins nicht. Ah, doch, ich hab eins in der Messe. Ich hab mal meins ins Fahrzeug geworfen. Ja, habt ihr die Optik auch für die Waffe? Ja. Oh ja, das brauche ich auf meiner MP7 natürlich nicht. Ich werf mal mein Zeug rein hier. Alles für den Trupp. Alles für den Club. Es hat direkt die Optik geklaut. Alles für den ich hab's geklaut. Ja, nochmal Nachtversatz. Eine Brille ist drin. Nehmet und seid froh und freut euch eures Lebens. Ist hier noch ein normales Visier? Also ein normales Visier für die Waffe? Meine Güte. Ja. Wir müssen halt alles schnorren. Was ist denn los mit euch, ey? War doch nicht was mit IDZ? Ich möchte jetzt hier nicht mit den anderen aus meinem Trupp verglichen werden. Jetzt machen wir IDV, Infanterist der Vergangenheit. Es tut mir leid, dass mich das normale Vanilla-Visier von uns anwidert. Ich verstehe nicht, wie man da mit den Kreisen irgendwas machen kann. Da kann man nicht einfach ein normales Fahnenkreuz, wie jeder das andere. Das hast du jetzt nicht gesagt. Und da sieht man das ganz klar, der gesagt. Mann ist einfach nicht beim Bund gewesen und nicht durch die Grundausbildung gegangen. Und das ist das im Land. Es wird einfach keine Grundausbildung mehr für alle gemacht. Aber nee, Kaiser, das kann nicht sein. Er hat ja bei mir die Grundausbildung bekommen. Das Problem ist, er hat schon wieder vergessen und jetzt weiß er tatsächlich als Truppführer nicht, wie man das Visier vom G36 benutzt. Wobei, der Witz ist, ihr habt ja prinzipiell auch nicht, weil wenn er ein guter Truppführer wäre, müsste er nicht schießen, sondern einfach nur mal seinen Trupp führen. Gut, dann liegt das wohl daran. Ich mache ja beides. Ich bin der beste Truppführer aller Zeiten. Ich kann schlecht beides. Schießen und schlecht führen, oder was? Frei von Arbeit sein. Oh, jetzt wird hier aber sehr vielleicht werden nochmal Koordinaten angegeben. übrigens, die. Nein, jetzt reicht's aber. Jetzt müssen wir mal hier. Jetzt ist mal Ruhe hinten. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen ernsthaft sein. Also, Mörserbeschuss hat aufgehört vorne und Alpha 2 hat gemeldet, dass Feinde eingerückt sind. Alpha 2 ist jetzt wieder auf unserer Position. Jetzt müssten wir tatsächlich mal durch den Wald gehen und von dort aus ansetzen. Oder wir schicken nochmal eine Hand-IR hoch. Er hat auf jeden Fall ein Fahrzeug gemeldet, das mit reingefahren ist. Die Hand-IR hat ja Nachtsicht, ne? Ja, aber nur Nachtsicht. Aber es müsste eigentlich, also so dunkel ist es eigentlich noch nicht. Steig mal aus und schieß mal noch eine hoch. Ja, aber dann muss ich halt draußen stehen bleiben. Wenn eine Artillerie kommt, dann bin ich Gemüse. Ja, dann stell dich direkt in das Fahrzeug, dass wir dich einfach wieder einladen können. Okay. Und hat wurde überfahren, damit es nicht zu lang dauert. Wo für eins kommen. Hör. Hier eins, Artilleriebeschuss hat anscheinend aufgehört. Wir werden jetzt Aufklärung mit Hand-IR durchführen, komm. Bock, bist du das, Sani oder Kroko? Hier zwei verstanden. Dann mach mal Karlsberger. Haben schon Infanteriefeind 400 Meter vom Haus in Wald in Bewegung. Ostwärts unserer Position kommen. Ja, nicht. Hier eins, so verstanden und selbstständig bekämpfen. Wir haben hinter uns. Achso, ihr habt 6,9 BTR, da steht nur Infanterie. Auf der Fläche. Ja, fein, so verstanden, wir schauen es uns an. Ja, auf der Straße steht jetzt da, welcher Alpha?
Nicht dein Ernst, jetzt hat er abgeschlossen. Fahrzeug Richtung 0810 bekämpft. Plus eine Besatzung, zweite Besatzung sehe ich nicht mehr. Ich sehe jetzt rechts von uns kein BTR, aber bleibt mal weiter auf Straße. Jetzt wo ein Fahrzeug verloren durch BTR. BTR 110. Ja, du musst die Kanone wegmachen. Ich fühle mich sicher. Schießt der da noch? Ja, mehr Infanteriegruppen, die über die Mannschaft. Schieß mich auf die Kanone. Du musst höher, da wo die Kanone herkommt. Die ziehen ihren Laser, die haben die Laser. Schieße zu hoch. Hier, mal an. Zwei Fahrzeug verloren. Kanone ist unten. Ja, Alpha 1 im Feuerkampf mit BTR, aber somit erstmal zurückziehen zu Alpha 1, komm. Jetzt macht die Besatzung weg. Hier 2, wir weichen auf. Schieß drüber, Coco, was los? Bring mich an jetzt. Ich komm jetzt links über die Freifläche. Da ist alles voller Leute, die hier stehen. Du wirst aber wegmachen jetzt. Nach. Gegen Unterlauf. Dann umschalten auf ABM und weiterschießen. Wir sind jetzt gleich auf Höhe von Frog Alpha 2. Oh. Ja, wir kriegen Unterlauf. Kann sein, dass wir rauchen. Ist der Trupp aufgesessen? Trupp sitzt. Rückwärtsmarsch. Guckt mal nach oben, ob wir rauchen. Oh, Alpha 2, ihr habt gleich bei eurem Frog Infanterie. Ihr müsst das so schnell wie möglich weg. Zu kurz. Zu kurz. Wir ziehen uns zum Feldposten zurück und dann sammeln wir Kräfte neu. Sagt das Alpha 2. So, Infanterie absetzen. Links raus. Bock ab. Ab. Geh gleich vor an die Waldkante, wo wir vorhin MZ hatten. Von hier sehen wir nichts. Stellungen haben wir ja gegraben, oder? Hier 2, wir nähern uns von deiner ein. Ja, ich sehe dich, du bist direkt rechts von uns, du kreuzst jetzt. Du setzt hier wieder die Gräben, wir haben direkt Feinde vor uns, vielleicht 100 Meter. Ja, Alpha 1 vor uns, welche Richtung? Von meiner Richtung Ost, genau, vom Wald rechts, linksseits. Ja, Alpha 1, das deckt sich mit den Aussagen von Alpha 2, der Feind kommt durch da, den da Wald ist Licht. Östlich. Hinter dem Baum war gerade Licht bei der Rauchsäule, ist es weg. Da ist ein Infanterist 078, läuft nach links. Oh, fuck, Mörser. Runter, runter, runter. Ich war von euch gerade auch getroffen. Ja. Hier 2 mit Antrag. Ready Point? Nein, nein, nein! Ja, Alpha 1 kommt. Ich glaube, Blau ist ausgefallen. Nein, ich bin da. Einer von Blau ist noch hier. Nee, aber einer. Enrico, warst du AFK oder bist du ausgefallen? Ja, dann sitzt der noch. Enrico, sie läuft hinten rum. Vor uns. Er ist bekämpft. Boah, AFK. Wirf Granaten. Dann ist er ausgefallen. Ja, macht das. Wir fliegen. Und werft er auch, wir ziehen uns weiter in den Wald zurück. Nehmen wir uns direkt ein, nicht zu viel werfen. Blau, grün zurück in den Wald. Das sind Steine, direkt westlich, rote hält kurze Stellung. Rode ist ebenfalls zurückfallen. Rode geht gleich 15 Meter weiter hinter uns an die Mauern. Ja, breit machen, Kasper, du kommst gleich mit. Okay. Warte, ich will rauskommen.
F1 hört. Rechts auch zurück, wir gehen auch zurück. Ja, wir gehen zurück, was? Wir hatten direkt Feinde 15 Meter vor uns beim Z-Inf. Ja, F1 bestätigt, wir haben auch drauf geschossen, aber momentan Sicht nicht gut durch Buschwerk verdeckt. So, verstanden, wir sind jetzt linksseits von dir an dieser Steinmauer. Wenn die über die Hügelkuppe kommen, dann haben wir sie. Ja, F1 bestätigt, solange es nur Infanterie ist, lass sie kommen. Wer über die Steine in der Mitte nicht drüber sehen kann, hier rechts wäre auch noch eine Stellung, wo ihr Sicht habt. Ich überschlag dich rechts. Hier ist ein Busch rauskommen. Ja, Alpha 1, mindestens zwei Infanteristen jetzt im Nahbereich aus Osten nach Westen anrückend. Ja, ich habe einen Laser Richtung 100. Und ein Laser Richtung Osten. Der umläuft uns links, glaube ich. Alpha 1, feindliche Infanterie übertritt schwarze Linie bei MZ Inf. Hat hier einen Graben. Einer bekämpft, links ist noch einer. Die Nachtsicht an, die haben die Laser an. Dann schaut mal wieder um. Ja, da vorne. Bravo, komm. Alpha 1 hört. Wenn das nächste Mal ein Alpha auch funktionieren sollte, bräuchten wir ein NSV 80, das also das Nachsichtvisier für die Panzerfaust. Ja, Alpha 1 nutzt den Rallypoint, komm. So verstanden. Negativ. So, okay, so verstanden. Der hat negativ gesagt. Die OPZ. Ne, es war Kekke. Ja, cool. Ja, endlich geh mal zu deinem Buddy rüber. Hey, ihr dürft nicht spielen. Also hast du eins dabei? Negativ. Was ist denn los mit euch? Ihr habt nicht auf die Uhr geguckt, was soll ich dir sagen? Ja, Alpha 1, wir haben nichts an Bord. Ja, dann muss leben in der Lage, wie der Koi immer sagt. Er muss mal Deutschschüsse machen mit der FA. Wir lassen die einfach so nah rankommen, dass wir die nach Audio bekämpfen können. Okay. Schauen wir mal, was wir sehen jetzt mit der PA. Ja, Tempel. Ja, noch jetzt, aber. Noch geht, ja. Ja, es wird ja, irgendwann. Das geht auch nur noch 20 Minuten an den Schluss. Sie haben jetzt keine Lust mehr, sind jetzt gegangen? Ich hab mir jetzt nicht vorzuwerfen, ich hab's angemerkt. Dann kann ich nämlich chillen. Bravo, ein Schwerf 1, komm. Bravo, ein Schwerf, komm. Ja, Alpha 1, inwiefern seid ihr jetzt nachtkampffähig? Komm. Wir sind alle nachtkampffähig, bis halt auf die
die Nachtsicht bis in die Philippi aus. Ja, fein, so verstanden. Dann jetzt vorbereiten, Aufklärung über MZ-Inf auf Wald östlich zum Eindringen in den Wald kommen. Ja, so verstanden. Wir werden jetzt gleich so wie wir jetzt stehen in Rudlauf gehen Richtung 075 und gehen dann wieder vorne zur Stellung hin. Jetzt wo am Fahrzeug nachgezogen, stehen jetzt bei. Ja, Alpha 1, also so verstanden, kannst du rechts von mir in Stellung gehen, komm. Führen auf. Ein Flugzeug. Okay. Keine Ahnung, kann auch sein, dass es eine Drohne war. Ich hab's nur ganz kurz gesehen. Da flog gerade nur Flügel bei uns drüber von Nord nach Süd. Starflügler. Ich hab nur Flügel, hab ich auch schon mal gehört bei irgendeiner Doku über die. So eine. Oh. Noch einer. Fliegt direkt über uns drüber. Richtung Westen. Der war weiter weg. Der war jetzt richtig leise. Also. Nee, der war direkt. Der war sogar tiefer als gerade. Der ist jetzt da von den Baum drüber geflogen und ist da Richtung Süden geflogen. Alpha von OPZ kommt. Alpha 1 hört. Eigene Aufklärung nach Ost. Stellung 1-1 wieder nehmen, keine Feindkräfte vorhanden, dort Verteidigungsstellung vorbereiten, auf weiter Vorgehen nach Ost kommen. Wer weiß das jetzt? Vielleicht waren das eigene, die uns drüber geflogen sind? Ja, Alpha 1, nach eigener Aufklärung hatten wir definitiv feindliche Gruppen sowie Fahrzeuge, die in Kardorf eingerückt sind, kommen. Laut zweifachen Drohnenüberflug keine Kräfte in der Phase vor Ihnen, Phase Delta, feindfrei. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie die Phase heißt. So verstanden, wir führen aus, Eindringen in Kardorf mit Beziehen, Stellung 1-1, komm. So, richtig ausführen, Ende. Bravo 1, Alpha 1, komm. Bravo 1, Alpha 1, komm. Ja, Alpha 1, aufsitzen. Club, aufsitzen. Wofür eins kommen? Hört! Hier eins, Führung auf der Straße übernehmen bis Stellung 1-1. Ich folge dir mit aufgesessener Infanterie, komm. Hier 2 übernehmen. Der Z-Generation. Die OKW hat das gemacht. Ja, Truppsitz. Und Vorwärtsmarsch. Was hast du so gesagt? Nichts. Das Ding ist mit OKW gesagt. Vielleicht hat er dem OKB nach getrauert. Oder er kriegt die richtige UKW nicht rein. Was jetzt hier von Humpen? Aus dem WDR. Ja,
also die OPZ hat gemeldet, die Ortschaft ist feindfrei. Wir haben mit der Drohne aufgeklärt und dementsprechend beziehen wir jetzt wieder Stellung 1-1. Ja, Bordek ist frei. Oh! Ich fahr mal über die Straße weiter, ne? Ich weiß zwar nicht, wie diese Drohnen was gesehen haben, weil die sind über uns übergeflogen, so im Tiefflug. Aber okay. Jetzt, wo wir brechen aus und bestellen, beziehen unsere Ursprung. Alpha 1 ist so bestätigt, ich ebenfalls in meiner Stellung bei 1-1. Boah, ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Dann musst du dann links rein in die Stellung, ne? Mhm. Haben wir die Mörserstellung jetzt gesichert? Ich glaube nicht, oder? Aber ich habe sie auch. Die Mörserstellung wurde von Mörser beschossen und ist platt. Ach. Meine erstmal halten und die Infanterie rauslasten. Infanterie links Abstellung beziehen. Ja, Trupp links absitzen. Eins raus. Der schöne Trupp. Wir haben noch unsere Stellungen, die können wir wieder beziehen. Außer die Artillerie, die hat jetzt platt gemacht. Ja. Ja, also wir hatten ein bisschen. Das ist immer noch der Typ, der nicht stirbt. Ja, Alpha 1, Frage Status. Ja, wir haben immer noch den Typen, der nicht stirbt. Wir haben ihm noch mal ein paar mitgegeben, aber der stirbt immer nicht. Er hat sogar den Mörser überlebt. Ja, Alpha 1, so verstanden. Ja, wir tun alles als Team. Hier zwei Stellung wird so. Ja, Alpha 1 habe ebenfalls Stellung bezogen. Gleiche Situation wie vorher, wir sehen nur weniger. Es gibt keine Infanterie-Gruppe, oder doch? Also aber wir haben noch eine Grabenstellung vor uns, oder? Alpha 1 hört. In Kürze wird eigene Artillerie gehöft im linken Bereich des Nachbarns unter Feuer nehmen und vorhandene Feindkräfte zerschlagen. Sobald dies geschehen ist, übertreten sie Häuser Papa und Lima, Steine. Echo und treten in die nächste Phase ein. Okay, dann ist es eine Mauer. Kommen. Sind die Scharfschützen, wurde Scharfschützen? Ja, ist ein so verstanden, bestätigt, komm. Kompound. Dann beobachten Feuer auf links. Richtung ja, 6, stimmt, ja. Okay. Ja, Alpha 1, so verstanden, komm. Nacht, ich sehe es halt absolut. OBZ führt aus, Ende. Nacht. Bravo 1, Alpha 1, komm. Nicht. Bravo 1, hört, komm. Ja, Alpha 1, es folgt ein Artillerieschlag auf den Compound nordöstlich von uns im Nachbargefechtsstreifen, wenn möglich da beobachten, ist ein Infanterist im Compound? 067? Bravo 1, vor der Mauer. Einschläge ab. Ah, ich sehe ihn auch. Ja, Alpha 1, danach machen wir uns bereit, weil dann fortzurücken in die nächste Phase. Ebenfalls Alpha 1, Ende. Blau mit Aufklärung, wir haben dort einen Infanteristen bei dem Compound, der rumläuft. Ja, der läuft so, der läuft irgendwie nach Norden, glaube ich. Oh, jetzt ist eh weg. Ach, jetzt haben wir Gefechtsfeldbeleuchtung. Ja, jetzt siehst du ihn eh nicht mehr. Wir haben 80, wir brauchen denn hier Gefechtsfeldbeleuchtung. Für die EPA.
Treffer kommen gut rein auf Compound. Alpha von OPZ kommen. Alpha insert. Feuermission beendet. Antreten. Kommen. Ja, Alpha 1 so bestätigt. Wir treten an. Nächste Phase kommen. Verstanden. Ausführen. Ende. Bravo 1 für Alpha 1 kommen. Ja, Bravo 1 hört kommt. Ja, Alpha 1 aufsitzen. Truppe aufsitzen. Tschüss, war schön mit dir. Oh. Wollen wir den mitnehmen? Nee, ich glaube, der will hier bleiben. Ah, schade. Der passt nicht ins Handgepäck vom Puma. Ja, scheiße. Den kriegen wir auch nicht im A400M unter. Können wir nicht arbeiten. Zup sitzt. Verstanden. 241 kommen. 2 hört. Ja, 1, wir führen jetzt durch, übertreten PL Echo zur Sicherung des nächsten Streifens bzw. des Waldes voraus. Dazu bringe ich die Infanterie an den Wald mit abgesessener Infanterie durch den Wald. Und wenn du durch den Wald schauen kannst, ist gut, ansonsten hältst du dich an mich. Und dann, wenn wir auf die Freifläche nördlich treffen, sitzen wir wieder auf und übertreten die Freifläche, komm. Hier 2 verstanden, also durchsehen ist nicht möglich, wir bleiben auf deiner Höhe, komm. Ja, fein, so verstanden, ich bleibe an der Straße bei Kote 11 nördlich im Streifen. So, dann auf die Straße auffahren, bis Kote 11. Die Karte hier ist wirklich... Du hast das was mitgemacht. No. Die Mauern sind ganz schief. Auf der Karte eingezeichnet. So, also ihr habt mitgehört, wir müssen erstmal den Wald irgendwie sichern. Ich habe jetzt auf die Hand-IR verzichtet. Dazu müsst ihr dann aber langsam durch den Wald gehen und erstmal schauen, was da drin ist oder auch nicht drin ist. Und dann ist halt der Plan nach dem Wald nördlich, wenn das wieder freies Gelände wird, dann aufsitzen und das Gelände durchstoßen. Schuss von unserer Seite. Halt. Ja, wer fürs Anschein immer noch nehmen. Ja, wir klären erstmal auf, ja, durch den Wald. 100 Meter vor uns Fahrzeug, Granatwerfer. Da ist er, siehst du? Ja, tief. Ja, halt trotzdem rein. Das denke ich mir auch immer. Okay, halt mal an. Kam gerade noch was von links? Nee, das war 2 mit dem MG. Ja. Hast du den Trace da gesehen? Sehe ich ihn, glaube ich. Dann schieße ihn raus. Boah,
das muss weiter links gewesen sein. Ich habe doch links das Mündungsfeuer gesehen. Das muss so ziemlich halb eins nee, gewesen das, sein. Ich habe was anderes gesehen. Das war ein Infanterist, der irgendwie eine Granate geschossen hat oder was. Das kann kein Infanterist gewesen sein. Die gingen zu schnell hintereinander. Ich habe einen Gehirn gesehen. Ich habe einen Infanteristen gesehen, da wo wir hingeschossen haben. Das, was Mock gesehen hat, war wahrscheinlich ein Fahrzeug und das war woanders. Das ist 100 Meter vor uns. Mach das. Aber der Autokar-Armer kann es nicht gewesen sein. Ich wette damit, ja, dass es ein Autokar-Armer ist. Ja, aber nicht der, den wir zerstört haben. Das. Ja, genau. Ja, da gehe ich mit. Okay. 2 für 1 kommen. 2 hör. Hier 1. Der Wald ist ganz gut durchsehbar. Wir haben aber Granatenbeschuss, unbekannte Richtung. Ich kann die Infanterie hier nicht rauslassen. Ich werde jetzt durch den Wald stoßen und Fahrzeug aufklären, das mit Granatwerfer bestückt ist. Komm. Hier 2 verstanden. Frage: Sollen wir uns anschließen und in Kette fahren oder sollen wir sicher? Hier 1. Ja, bestätigt. Anschließen, weil Sicherung durch den Wald nicht möglich. Komm. Verstanden, wir fahren. Kann natürlich auch ein Granaten. Ja, Helfer 1, ich fahre vor mit ca. 15 km/h Richtung 108 Ende. Könnt ihr einen rausschicken, der zieht das Granatenfeuer auf? Ich mach das. Hey, Granate ist doch meine Spezialität. Stimmt. Aber nicht, dass du, ne, dass du jetzt 2 Ausfälle durch Granaten hast. Granate. Cause I got a grenade. Leute. Feuer. Du catchst gleich was anderes von mir. Das Ruhe da hinten jetzt. Das müsste hier rechts in den Stein sein. Halt. Ja, 1 vorne halt. Ja, ich habe schlechte Sicht sowohl mit dem Nachtsichtgerät als auch mit dem Wärmebildgerät. Nachtzeug geht jetzt bei mir Richtung 11 Uhr. Mein Wald halt rein. Ja, ich kann blöd. Aber kein Fahrzeug ausmachen. Im Thermal habe ich auch relativ schlechte Sicht. Aber eigentlich sollte das Gelände ja gleich besser werden und nicht schlechter, aber es sieht irgendwie total schlecht aus. Hier Helfer 1, wir fahren weiter mit ca. 6 km/h. Jetzt im Wald umfahren. Ja, Tschechi, spiel doch einfach mit, dann kannst du auch noch ein paar haben. Uiuiui, heute wird hier echt scharf geschossen. Du bist ruhig da hinten. Wird immer schärfer. Es kommt raus, noch härter. Ja, einfach 1 Granatenbeschuss. Ich konnte leider nicht aufklären, von wo. Der ging auf dich. Ja, jetzt wo konnten die Quelle auch nicht aufklären, aber wir haben ihn gehört und gemerkt. Die Einschläge sind rechts vor uns. Ja, das ist auch direkt auf Alpha 2, aber wir können das Fahrzeug nicht aufklären, das ist das Problem. Du musst irgendwo rechts von uns sein. Ja, Alpha 1, circa Richtung 157, da sind sie in den Bäumen eingeschlagen. Fahrer halt. Jetzt hin. Der letzte ging auf uns. Der letzte ging direkt auf uns. Das muss Infanterie gewesen sein. Da ging es wieder in den Baum rein. Ja. Jetzt wo hat Infanterietrupp voraus? Sind da Granaten? Hab ich denn eine Infanterie-Leiche? Das hatten wir vorhin auch in dem Baum. Vermutlich eine Leiche Richtung 147. Ja, aber ich sehe keine aktiven Infanteristen, das ist das Problem.
Vorne, ich sehe nur da die. Wir fahren mal weiter mit 6 km/h. Also wenn wir absitzen, direkt auffächern, damit das hier ja, nicht alles. Jetzt sehe ich ein paar Leichen, die waren alle rechtzeitig im Wald drin. Man kann mir nicht vorstellen, dass die so viel mit Granaten geschossen haben. Doch. Es schlägt links was ein, da muss irgendwo ein OTK einmal links sein. Hast du AP drin? AP habe ich drin. Ja, dann pass auf, der kommt gleich links irgendwo raus. Oh, das ist ja ein Felsen da direkt vor uns. Nicht so schnell, nicht schneller fahren. Ja, ich muss nur den Felsen hier rum manövrieren. Ja, Alpha 1, ich bekomme jetzt Beschuss durch das Fahrzeug rein, kann aber Fahrzeug immer noch nicht aufklären. Kommt ganz von links, habe ich das Gefühl. Oder er schießt an uns vorbei, Fahrer halt. Das hört sich an, als ob das rechts hinter uns kommt. Er ist aber in die Front eingeschlagen. Also links in die Front. Okay, vielleicht ist das der beste Flugschritt, den er jemals gemacht hat. Ja. Dive-Feuer mit dem GMG. Er schneidet einfach die Granaten an. Sie hat aufgehört zu schießen, ich kann ihn nicht mehr aufklären. Kann wieder nicht langsam sein. Vor. Der ist so gut versteckt. Wäre schön für ihn, wenn er so, schön, so gut versteckt ist, dann soll er so einfach aufhören zu schießen und sie weiter verstecken. Wenn wir absitzen, dann sind wir dann matsch. Ja, das ist ja das Problem. Ich will euch ja raus haben hier, aber es geht nicht. Hier 2 mit Meldung, wir haben eine Grammarwar-Stellung mit Schützen bekämpft und Grammarwar vernichtet, sowie den Trupp, den wir gerade bekämpft haben. Ja, fein zu verstanden, Frage, welche Richtung war die Stellung? Von meiner Position aus grob Süd-Südwest. Halt. Also hinter den. Ja, dann muss das so hinkommen. Ja, eins so verstanden. Ich konnte jetzt keinen weiteren Feind aufklären. Das wird also der gewesen sein, der mich beschossen hat. Wir haben jetzt den Wald durchquert, sind auf Freifläche 2 wieder in Linie übergehen. Hier 2. Ja, und jetzt sagt die OPZ, soll ich da einfach durchpreschen, ne? Sagt sie das? Ja, das habe ich mir auch gehört. Ja, wir sollen das hier schnell überwinden. Jetzt vor sind dann Sturmfahrt. Bis auf Gebäude 2, gell? Ja, F1, wir bereiten vor, schnelle Überfahrt durch das Gelände mit 30 km/h Richtung 105 in Linie bleiben, komm. Hier 2 verstanden. Macht euch schon mal bereit. Ja, 1, ich habe Sicherungsbereiche nach vorn sowie Nord gegen eventuell anrückenden motorisierten Feind. Du hast Sicherung nach vorn und Stückchen nach Süd, komm. Helikopter nach vorn. Mach mal Helikopter weg. Hubschrauber im Anflug. Ja, 1 bestätigt, bewaffnete Helikopter vernichten. Ja, ist er runtergegangen? Oder war das? Den hast du auf jeden Fall getroffen. Bleib mal weiter drauf und schieß. Nehmt er uns brennt auf jeden Fall was. Ja, ja, das ist der Helikopter. Weiter schießen. Nicht aufhören. Der muss weggehen, der muss runtergehen. Schießt viel zu weit rechts. Ich hab nur noch 53 Schuss AP. Ja, der fliegt ja genau von uns weg, jetzt triffst du ihn. Der ist, jetzt bewegt er sich ja kaum noch. Auch. Geht vielleicht runter? Ich vermute mal, der geht runter.
Also einer ist vor uns runter oder hinter uns runter. Hinter uns. Ja, hinter uns. Der ist auch hinter dem Baumwipfel verschwunden. Ich habe nur noch 44 Schuss AP. Verstanden. 2 für 1 kommen. 2. Ja, 1. Ein Helikopter vernichtet, hinter uns runtergekommen. Der andere vermutlich auch gelandet, aber nicht bestätigt. Komm. Hier 2 verstanden. Den einen abgestürzten haben wir gesehen. Den zweiten kommt. Ja, genau. Den zweiten kommt. Und. Gekonnt. Gekonnt, abgehakt. Gekonnt, ignoriert. OPZ für Alpha 1, komm. OPZ hört. Ja, Alpha 1, wir bereiten vor, Überfahrt von PL Echo nach Foxtrot, hatten jedoch Feindhelikopterüberflug, konnten dabei einen vernichten, komm. Gut so, wir gehen davon aus, dass sie in einem Schwerpunkt eingesetzt wurden. Eigener Schwerpunkt ist links. So, weitere Helikopter. Nicht fahren. Machst du denn die Motor an? Weitere 2 Helikopter. Ich habe halt nur noch 44 Schuss. Ja, ich sehe ihn. Vielleicht fällt der Watschen bei uns. 2 weitere Helikopter auf Süd in Rechtsflug. 2 Stück waren es. Ja, durchgegeben, 2. Einer hat uns überflogen. Kannst du fliegen? Kriegst du jetzt eh nicht. Jetzt droppen die Bomben auf uns. Ja, ich habe eh nur noch 44 Helikopter Schuss. Jetzt nach. Eine dreht nach Norden ab, der zweite auch. Ja, 1, lass die Helikopter Helikopter sein, die haben uns nicht angegriffen, fliegen weiter. Wir bereiten vor, Übertreten der Freifläche. Ja, verstanden, wird. Alpha von OPZ, komm. Alpha 1 hört. Wir sind uns noch immer unsicher bezüglich des mechanisierten Zuges. Der sollte nach wie vor in der Gegend irgendwo stehen. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Soll ich jetzt schnell fahren oder soll ich gar nicht fahren? Lass einfach so bilden wir machen. Also. Ja, Alpha 1, dann können wir Freifläche nicht schnell übertreten. Wir fahren langsam weiter vor zur Aufklärung. Vermuteter feindlicher mechanisierter Zug kommen. Gut so, viel Glück, aus für ein Ende. Das stimmt, Gröni, aber wir brennen dann auch schneller. 2 für 1, komm. Hör! Hier 1, wir fahren weiter vor mit Obacht, Aufklärung auf feindliche mechanisierte Kräfte mit 6 km/h auf 105 Vorwärtsmarsch. KMH. Warum genau 6, warum nicht 5? Weil das Auto so fährt, wie es fährt. Weil irgendwie sich die randomste Zahl einfallen lässt. Das versteht man als Infanterist nicht. Ja, das stimmt. Das ist historisch gewachsen, die 6 km/h. Genau, Der innere Monk in Bock, der kann einfach keine ungeraden Zahlen ab. Ja. Und platzt sich einfach. Was schießt? Ja, der hat Richtung 121 ein Fahrzeug jetzt vernichtet. Jetzt vorfeindlichen BMP fernichtet. Fennec. Ah, sie ist jetzt rauchen. Fennec. BMP Fennec, der BMP 11. Da ist feindliche Infanterie auf 110 nach links gerannt. Oh, unser Schütze. Das war unser Schütze. Fahrer halt. Mhm. Maximieren geht auf den Schützen. Okay. Ui. Wir haben nur noch 44 AP. Ja, das hast du uns ja schön eingeprockt. Ja, komm, weiter geht's. Schieß links, was? Ich sehe das Fahrzeug. Fahrer halt. Da ist er.
Ich war schon drauf. Ich weiß, dass du drauf bist. Er ist abgesessen. Nach 26 Schuss. Ja, 1 feindlicher BMP Richtung 093 bekämpft. Da ist gerade eine Denkrakete auf uns eingegangen. Ja, ich hab die gehört, aber ich hab die nicht gesehen, woher. Rechts reingeschlagen. Ja, 2 brennt. 2 für 1 Status. Fahrzeug. Total aus. Ja, 1, und wie geht's euch? Tot. Anscheinend nicht gut. Besatzung lebt. Hier eins zu mir aufschließen und in Stellung gehen. Achso, an die Infanterie. Wenn wir eine Missile Warning haben, dann schreien wir schnell absitzen und dann setzen wir alle ab. Was? Dann du uns nicht überfährst, wenn wir absitzen? Nein, wir sitzen ja ab. Ja, einfach 2 Schütze. Feindfahrzeug hat geschossen mit Raketen. Ich sehe ihn Richtung 107, der ist noch ein bisschen hinter dem Busch. Wenn wir noch ein bisschen vorfahren. Von der linken Rauchsäule 30 Meter rechts, hat er gesagt. Ich sehe ihn nicht. Der ist genau hinter dem Busch bei uns. Wo musst du hin dafür? Und Fahrzeug hat wieder gewirkt mit Maschinenkanone auf unsere Position. Einfach geradeaus. Vielleicht sehe ich ihn jetzt. Grob die Mitte zwischen beiden Rauchsäulen. Rauchsäulen? Ja, einfach so verstanden. Wir versuchen Aufklärung. Ja, die sind weiter links von uns. Ich glaube, das ist das Beste, wenn wir links fahren, wenn wir zurückfahren. Nein, machen wir nicht. Fahrer links um auf 096. Da steht er noch schon in 6. Ja. Hey, von denen ist er das? Ich sehe ihn nicht. Nee, noch sehe ich ihn nicht. Ich sehe nur irgendwelche komischen Wärmekontakte, aber nicht das, was wir sehen wollen. 26 Schuss. Ja, wenn es ein BMP ist, schaffst du den. Fahrer halt. Ansonsten mache ich den mit der MP7. Mann, warum brennen denn hier die Steine? Heiße Affäre ist. Du musst da irgendwo bei der Rauchsäule sein, wie mein Onkel gesagt hat. Ja, aber ich kann nicht aufklären. Also rechts habe ich jetzt gerade nicht in Sicht, aber... Ich habe die Leuchtspur gesehen, auf jeden Fall, wie sie da gekommen ist. Ja, fahren wir noch ein Stück vor. Einschlag rechts von uns, das glaube ich war eine Granate. Nee, das kann auch eine Explosion an dem kaputten Fahrzeug gewesen sein. Ja, Alpha 2 ist gerade komplett in Flammen aufgegangen. Fahrer halt. Halt. Mhm. Oh, mal erstmal das. Da kommt ein Fahrzeug. Oh, ja. Ja, halt drauf, der muss kaputt gehen. 10, 9. 3, egal, sorry. Das ist egal, der schießt dann mit ABM weiter. Raucht schon, Feuer. Achso, er hat ja die Besatzung abgeschossen. Ja, 1 feindliches Fahrzeug BMP auf 104 bekämpft. Noch 46 ABM. Ja, jetzt machst du mal die ganze Infanterie, die da rumrennt, noch weg und ich setze einen Ready Point. Jetzt hast du mal einen richtigen Ballermann, war Maxi? Ja, ich hab die Besatzung, glaube ich, jetzt bekämpft. Nicht so ein Spillmannskram da. Wenn ich doch bloß ein Nachtsichtgerät hätte. Da war noch einer. So, jetzt müsste der auch bekämpft sein. Information. Was ist eine Taschenlampe? Wieder bestens vorbereitet. Ich hatte ja mal eins. Hatte ja auch mal ein Visier auf meiner Waffe. Gute alte Zeit. Alles wegrationalisiert. Schlimme Zeiten. Du kannst meins haben. Das ja, die Pistole liegt noch in der Basis. Gut. Jetzt weiß ich erst, wie nervig das ist, wenn der Kommandant die ganze Zeit überschreibt, wenn du schon das Team siehst, Adresse 9. Ja, gut, das musstest du auch mal lernen. Oh ja! Ich bin ein Gott! Oh Gott. Oh nein. Was haben wir angeregt? Geh wirklich wieder zurück auf den Passagier. Der Monster erschaffen. Grüni hat's verstanden. Das Bundeswehr Roleplay ist einfach zu real. Bin ja da. Okay, ich bin auf dem Passagier. Maybe. 2 für 1, okay. Fragestatus. Kannst wechseln. Loco, du kannst dich draufsetzen. Ja, 2, beide. Ja, ich bin grün, mein Schütze ist gelb und humpelt.
Wir können uns gerade noch nicht aus der Deckung bewegen, ohne dass wir wissen, dass wir beschossen werden. Ja, eins, ich schließe zu dir auf, dann Kräfte neu sammeln. Fahren wir V-förmig bzw. rückwärts zu Alpha 2. Mhm. 1 von 2. Verbessere OPZ an Alpha Com. Alpha 1 hört. Übungskünstlichkeit Alpha 2 wird nachgeführt im Raum. Verbleiben Sie vor Ort, warten Sie auf Eintreffen Alpha 2. Ja, Alpha 1, so verstanden. 2, schickt mal den Verwundeten rüber und macht euch erstmal wieder klar, bis das Fahrzeug eintrifft. Wir sind beim Fahrzeug eingetroffen. Wir fahren gleich vor. Wo sind wir denn? Dieser Realismus. Das ist ja wie eine Simulation hier. Wir sind beim Versorgungspunkt. Ja, die haben die Fahrzeuge zum Versorgungspunkt vorgefahren. Guten Abend, Darkman. Wir haben jetzt keine AP mehr und nur noch relativ wenig APM, wenn ich das richtig sehe. Wie hast du das gemacht? Du warst doch gar nicht da. Wie hast du denn die Idee bekommen? Hä? Oh, Munition. Hast du schon wieder die Munition geklaut für Wodka? Nein. Hätte ich jetzt auch gesagt. Für Whisky. Guter Mann. Du bist wieder in die Tasche gesteckt und dann bist du vom Server gegangen. Hast du wieder auf einem anderen Armor-Server verscherbelt, die Munition? Das wird wieder alles vom Drohnen abgezogen. Ja, ich wollte noch nur an meine Kinder kommen. Proko spielt altes Live und anstatt dort zu farmen, klaut er das Zeug bei uns. Aber hat er gerade gesagt, er wollte auf seine Kekse kommen? Ja. ich wollte meine Kekse kaufen. Okay, ich hab kein Kleingeld mehr dabei. Was ist heute los? Kaiser, du hast es wieder kaputt gemacht. Da ist Ruhe hinten. Danke, so, Kaiser. Kaiser sag ich schon, um Gottes Willen. Proko. Jetzt ist die Sache so, jetzt hast du natürlich nicht mehr die Munition, um Fahrzeuge zu bekämpfen. Das heißt, wenn was Größeres kommt als ein BMP, den BMP kannst du vielleicht noch mit ABM bekämpfen, aber wenn was Größeres kommt, dann musst du die Spikes zücken. Okay. Ja, Tschechi, das ist wirklich unfassbar. Wo ist Jonathan Frakes, wenn man ihn braucht? Also zwei Fahrzeuge sind jetzt irgendwie schon kaputt, ne? Zwei feindliche. Nee, drei. Wir haben drei Fahrzeuge voraus vernichtet. Achso. Eins ja, dann wurde ich zum Osten und die anderen hier Da die CZ ja, glaube ich, russische Doktrin hat, sind Zug bei denen nur drei Fahrzeuge. Für zwei ist in Kürze wieder bei uns. Ja, dann können wir ja direkt bis an Gelb 2 ranfahren. Sturm fahren? Ja, ich würde direkt an Gelb 13 ranfahren, wenn ich du wäre. Genau, die Missionen liefen noch zu gut heute, da müssen wir jetzt nochmal richtig durchziehen. Wir fahren bis nach Gunatli rüber. Die Zeichen Objective Echo! 1, 4, 2, wir beziehen Stellung rechts von dir. Ja, Alpha 1, wenn du wieder vor Ort bist und einsatzfähig bist, dann fahren wir weiter fort mit Richtung 105 und 6 km/h kommen. Jetzt hast du mir wieder eine Idee gegeben für die Mission am Sonntag. Ja. Das haben wir schon mal gemacht. Was? Ja, 1, Vorwärtsmarsch. Ich habe Vietcong gespielt. Nein, nicht das Vietcong gespielt, sondern einfach so eine Scout-Report-In-Funktion mit Markierungen, die aber nach einer Minute wieder verschwinden. Okay. Jesus, das hast du mir... Scout, report in. Ho Chi Minh Path activated. Puh. Maximieren. Ja. Kannst du uns bitte nicht das Leben versauen und einfach ruhig sein? Also ich find's witzig, wenn du Rising Star in Vietnam gespielt hast, dann findest du es witzig. Ja. Wenn nicht... alles irgendwie gespeichert wird im Internet, dann fände ich das auch witzig.
Und heute habe ich meiner Oma Bescheid gesagt, dass sie mal in den Stream gucken soll. Ausgerechnet heute. Jetzt denkt ihr, mit was für Typmengen ich denn hier hab. Ihr nehmt doch alle Drogen. Brigade ist meine Droge. Hier sind viel zu viel Steine. Und immer dieser Lärm. Oh Gott! Stein voraus. Danke. Sind wir schon wieder alle verletzt, oder? Nee. Was ist das denn hier? Stein. Stein. Hinter jedem Busch ist ein Stein. Eine Steinfarm. Wäre besser als hinter jedem Busch ein Feind. Nee, den würde ich ja platt fahren. Ja, okay, das ist jetzt kein Darkman 05, ist Box Over. Das würde ich ja gar nicht mitbekommen. Also, nicht bewusst würde ich ihn platt fahren. Oh. L. Ganz kurz. Das war was? Ja, Gefechtsfeldbeleuchtung nennt man das. Mal wieder auf 2 auf. Weil der Passagierraum in Puma so zum Licht durchlässig ist, ist bei uns auch noch 12 Uhr. Jetzt wo mit Info, wir haben Infanterietrupp links von. Ja. Er ist bestätigt, aus dem Wald kommt feindlicher Beschuss. Rechts davon ist ein Fahrzeug. Links davon? Nee, rechts davon, schießt auf uns. Nee, da ist noch ein Infanterist drin in dem Bunker. Das hat ein MG. Weiter links. Da und bekämpft. Links geht wieder einer ans MG. Du musst dann gleich das MG wegmachen. Und, genau, das MG ist kaputt. Aber da so, stand, feindliches, da steht noch was. Feindliches Fahrzeug mit ABM bekämpfen. Auf die Kanone. Ja, und brennt schon. Alles gut. Schon bekämpft. Oh, okay. Dann bleib auf ABM und schieß wieder in die Stellung rein. Da sind nämlich PA-Schützen. Weiter links. Schön reinhalten. Nicht auf die Bäume, aber dazwischen. Da siehst du jetzt, gehen sie nach rechts. Die ABM gerade voll explodiert. Ja, habe ich. Ja, natürlich, wo so ja, Alpha 1, wir haben Ilfried voraus vernichtet sowie Stellungssystem erkannt und Feinde mit PA im Wald mit Obacht. Ich lasse die Infanterie nicht mehr raus, die Zeit haben wir nicht mehr, wir graben uns ein. Verstanden. Deine Schützen gerade hier drinnen jetzt. Kannst du mit ABM weiter? Genau, da müsst dann die Waffe treffen, ne? Da geht immer wieder einer ins MG ran. Richtung 094 auf der rechten Seite. In dem Bunker. In der PA eingeschlagen oder? Nee, das ist ein Stallfeuer. Am Mörse. Vielleicht hast du gerade das Gender von meiner Oma assumed. So Notschalt immer auf MG, wenn du den so nicht triffst. Der Mörse ging straight von oben. OPZ für Alpha 1, komm. OPZ, komm, hört. Hier Alpha 1 an aktueller Position vorgehen zum Halten gekommen, im Wald voraus, feindliches Stellungssystem mit Fahrzeugen und PA-Waffen, können nicht weiter vorrücken, komm. So verstanden, dann suchen sich eine geeignete Stellung, um sich einzugraben. Ja, Alpha 1, Eingraben bereits durchgeführt. Wir bekämpfen den Feind aus aktueller Position. Komm. Dann vorhandenen Feind bekämpfen, solange sie die Stellung halten können. Ja, Alpha 1, ab jetzt bekämpfen des Feindes nicht mehr möglich. Komm. So verstanden. Hinter? Nein, vor uns sogar. Warten Sie.
müsst ihr euch mal merken, Richtung 093 387 Meter, da ist das Stellungssystem. Dafür, wenn ich im Wald, oder? 387, also ist ungefähr bei der Straße. Ungefähr hier ist das Stellungssystem. Merkt euch das fürs nächste Mal. Okay. Feierabend. Gut. Das war's auf. Für heute, danke fürs Zuschauen. Hey. Ciao. Das ist die Nachtsicht, wie sie sich in den Helm reinklippen. Das reicht.